Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit gestern ist die Bundeskanzlerin aus dem Urlaub zurück. Heute führt sie der erste Weg in das Forum Politik von Phoenix und Deutschlandfunk. Herzlich willkommen, Frau Bundeskanzlerin. Ja, guten Abend. Frau Bundeskanzlerin, zu Beginn des Sommers haben Sie gesagt, der sicherste Weg, sich zu erholen, sei, das bei der Arbeit zu tun, vor allen Dingen in Ihrem Job. Jetzt haben Sie 3 Wochen Ferien hinter sich. Wie anstrengend war denn der Urlaub, muss man dann fragen? Na, wenn es auf den Berg geht, ist es eine andere Art von Anstrengung, aber es ist natürlich auch anstrengend. Aber ich habe die Urlaubstage genießen können. Sie waren nicht nur in den Bergen, Sie waren wie jedes Jahr treue Besucherin der Festspiele in Bayreuth. Wie geht es da, wenn Sie Ihnen da im Festspielhaus auf dem grünen Hügel sitzen, das Licht geht aus, der Ring fängt an, der böse Zwergenkönig Alberich tritt auf, der strahlende Held Siegfried. Denken Sie dann an Putin und Obama oder ist die Politik dann ganz weit weg? Nein, dann denke ich an Musik und an die Inszenierung. Und da es eine neue Ring-Inszenierung war, hatte man auch genug aufzupassen. Sie haben diese neue Inszenierung von Frank Castorf fast bis zum Ende angeschaut. Den letzten Teil, die Götterdämmerung, haben Sie ausgelassen. War Ihnen das Thema dann so kurz vor der Bundestagswahl nicht so recht? Nee, das hatte andere Gründe, terminliche Gründe. Denn ich wollte noch ein paar Tage in Bergen verbringen und da zwischen Siegfried und der Götterdämmerung dann immer noch mal ein Ruhetag ist, hat sich das zu lange hingezogen. Ich hätte gerne sonst auch die Götterdämmerung noch gehört. Es ist ein bisschen schwierig, nach 3 Teilen dann sozusagen aufzuhören, aber das muss ich dann noch mal nachholen. Für die Götterdämmerung gibt es noch andere Gelegenheiten. Ja, das. Ich sag noch mal, ich hätte es mir gern angeschaut als Ganzes. Wenn man Bayreuth so ein bisschen auch von außen betrachtet, dann ist das ja doch ein sehr westdeutsches und sehr gesellschaftliches Ritual dort. Was fasziniert Sie denn an Bayreuth auch jenseits des Musikgenusses? Na, ich finde Musikfestspiele insgesamt für Menschen wie mich eigentlich sehr hilfreich, weil man sich nicht aus der Arbeitsatmosphäre dann irgendwie schnell noch in die Oper begibt, sondern auch am Tag schon ein bisschen vorbereiten kann, einstimmen kann. Das gilt für Wagner-Opern nun ganz besonders, weil die ja auch relativ lang sind. Was heißt denn einstimmen? Wie stimmt man sich denn auf so eine Oper ein? Man kann morgens noch sich ein bisschen bewegen, man kann in Ruhe frühstücken, man kann dann vielleicht noch ein bisschen im Text lesen und sich noch mal vergewärtigen, was man dazu zu wissen sollte. Ich lese zum Beispiel immer gerne, manchmal höre ich es auch von Herrn Wabnewski, der ja den ganzen Ring besprochen hat, dann die Beschreibungen und Ähnliches. Also man bereitet sich ein bisschen vor und ist dann eingestimmt auf das Kunstwerk. Und bei Wagner sind ja sowohl Text als auch Musik anspruchsvoll. Und insofern hilft mir das und ich habe die notwendige innere Ruhe dazu. Hatten Sie im Urlaub auch ein bisschen Zeit zu lesen neben Wagner? Wenig diesmal. Sehr, sehr wenig. Also, wollten Sie wissen, was ich gelesen habe, oder wie? Können wir ja gleich zum Punkt kommen. Also, das Einzige, was ich gelesen habe, ist ein Gesprächsband zwischen dem Papst Franziskus und einem jüdischen Rabbiner, der vor Jahren, als er noch in Argentinien Kardinal war, wo sie über verschiedene Aspekte des Lebens gesprochen haben. Also, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, einen ganzen dicken Roman oder Ähnliches zu lesen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben... wollte eigentlich das Buch 1913 noch lesen, aber dazu ist es nicht gekommen. Sehr zu empfehlen. Kommt auch noch. Ja, ich weiß, dass es sehr zu empfehlen ist, aber es dauert eben auch ein bisschen. Sie haben in den letzten Monaten im Frühjahr immer wieder viel über Lieblingsfilme, über Schlafgewohnheiten bis hin zu schönen Männeraugen gesprochen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. So persönlich wie in diesem Wahlkampf kannte man Sie vorher eigentlich gar nicht. War das ein Rat Ihrer Kommunikationsberater, dass Sie sich gerade in diesem Wahlkampf besonders sympathisch, sehr persönlich präsentieren müssen? Vielleicht auch, um das Bild einer seelenlosen Machttechnikerin, der Zuchtmeisterin Europas zu konterkarieren? Nein, ich bin immer wieder überrascht, muss ich sagen, wie vergesslich doch die Gesellschaft irgendwo auch ist. Das meiste, was ich über mich erzählt habe, habe ich erzählt in dem Buch von Herr Linde Kölbel, Spuren der Macht. Jahr für Jahr ist Herr Linde Kölbel gekommen, hat ein Interview gemacht und hat Porträtaufnahmen gemacht, nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Politikern. Und wenn ich heute nachlese,
was ich damals gesagt habe, dann würde ich sagen, da ist so schnell niemand mehr rangekommen. Herr Linde Kölbel hat auch eine sehr interessante Art, einen ins Gespräch zu verwickeln. Und insofern habe ich das immer wieder gemacht im Laufe meines politischen Lebens. Und ich bin halt auch ein höflicher Mensch. Ich beantworte die Fragen, die mir gestellt werden. Und Sie haben jetzt die Wahl. Also spreche ich über das Private, heißt es, spricht sie nicht mehr über Politik. Spreche ich über Politik, heißt es, sie ist nur am Politischen interessiert, nicht am Privaten. Es liegt jetzt immer am Frager, was er draus macht. Dann werden wir doch jetzt mal ein bisschen politischer. Das ist jetzt der vierte Wahlkampf, den Sie als Vorsitzender Ihrer Partei führen. Die ersten beiden Wahlkämpfe waren doch mit einem sehr geschärften Profil, die Sie in den Wahlkampf gingen. Der letzte war nicht so ein geschärftes Profil. Wenn Sie diese Wahlkämpfe dann auch im Hinterkopf haben, was haben Sie in diesen Jahren denn gelernt über die Erwartungen der Bürger an der Wahl? Hat sich dieses Verständnis für Wahlkämpfe bei Ihnen auch verändert? Na, vom Grundsatz her, glaube ich, ist da eine Kontinuität zu sehen. Man spricht mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber, was man vorhabt. Also wenn ich jetzt zu den Wahlkampfveranstaltungen gehe, wo ich auch ja durchs Land reise, dann rede ich sehr viel darüber, wo knüpfe ich an. Und das hat sich natürlich geändert. Als ich den ersten Wahlkampf geführt habe, da konnte ich noch nicht an viel anknüpfen. Jetzt bin ich 8 Jahre Bundeskanzlerin. Ich kann also durchaus sagen, was ist seit 2005 passiert, was trägt auch die Handschrift der Union und jetzt auch in der neuen, nach der großen Koalition der christlich-liberalen Koalition und was ergibt sich daraus als nächste Aufgaben. Und es hat sich gezeigt, dass seitdem ich Bundeskanzlerin bin, jedes Mal in der Legislaturperiode Dinge passiert sind, die konnte man vorher nicht ahnen. In der großen Koalition gab es die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise. Da konnte man natürlich in keinem einzigen Wahlprogramm vorher drauf eingehen. Und als wir dann 2009 den Wahlkampf geführt haben, haben wir im Wahlkampf auch kaum ein Wort, würde ich im Rückblick sagen, über eine mögliche Eurokrise gesprochen. Und dann war es Februar 2010 und dann kam der Euro in ärgste Turbulenzen. Aber das, was man meint, voraussehen zu können, das wird in den Wahlkämpfen besprochen und ich gehe da immer so ran. Und das habe ich jetzt auch verstärkt, dass ich in meinen Reden sage, es geht ja gar nicht, es geht um uns natürlich. Ich möchte weiter Bundeskanzlerin bleiben und ich möchte, dass meine Kollegen im Deutschen Bundestag sind. Aber letztlich ist der Wahltag ein Tag, an dem die Bürger die Möglichkeit haben, durch ihre Entscheidung in dieser Wahl eine Entscheidung auch ein Stück weit über ihr Leben zu führen. Trotzdem fällt es ja auf, Frau Bundeskanzlerin, dass dieser Wahlkampf besonders arm ist an polarisierenden Streitthemen, an Sachthemen, reicht dafür an vollmundigen Versprechungen, auch in Ihrem Wahlprogramm. Und Sie haben ja auch in den letzten 4 Jahren alles dafür getan, mit Ihrer Regierung die scharfen Kanten zwischen den Parteiprofilen abzuschleifen. Vom Thema Mindestlohn über den Atomausstieg bis hin zur Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Ihre Politik hebt eigentlich das auf, was Politik ausmacht im Kern, nämlich die Polarisierung, die scharfen Abgrenzungen zwischen den Parteien, den harten, kämpferischen Streit um das, was für die Gesellschaft richtig ist. Ja, aber wenn ich zu bestimmten Überzeugungen komme, dann kann ich doch nicht 4 Jahre warten, damit ich mir alles dann in petto halte für einen scharfen Wahlkampf. Ich muss doch das, was anliegt, was zu regeln ist, das muss ich doch in den 4 Jahren regeln. Und dann muss ich sagen, was möchte ich in den nächsten 4 Jahren machen. Und ich weiß auch gar nicht, woher diese These kommt, es gebe diesmal keine scharfen Kontroversen. Ich kann zum Beispiel vom Bundespräsidenten. Ich kann Ihnen viele Kontroversen sagen. Der Bundespräsident hat uns ermutigt, deutlich zu sagen, wo die Unterschiede liegen. Und wir können das doch machen. Wir können über die Steuerpolitik reden. Da gibt es ganz klare Unterschiede. Wir können über die Frage reden von auch Vorstellungen über den Mindestlohn. Da gibt es bei allem Übereinstimmung, dass man einen Mindestlohn haben sollte, sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Es gibt in der Europapolitik eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorstellungen. Und wenn es mal gleiche Vorstellungen gibt zwischen den Parteien, da muss das ja nicht schlecht sein. Wir leben in einer globalen Welt.
Das deutsche Grundgesetz, unsere Verfassung wurde auch mal mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Es sind über Jahrzehnte alle Sozialreformen gemeinsam beschlossen worden. Die Rentenreform, die Gesundheitsreform. Und das war eigentlich immer die stabilste Lösung, wenn man das gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Menschen draußen sehen sich nicht danach, unentwegt nur Unterschiede zu hören. Sie wollen ihre Probleme gelöst bekommen. Und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Parteien, wie man das tut. Und darüber muss man dann reden. Und dazu sitzen wir ja vielleicht auch hier. Wenn man sich diesen Wahlkampf betrachtet, dann hat man aber nicht den Eindruck, dass es wirklich um Sachthemen in diesem Wahlkampf geht, sondern viele Leute schauen eben auch auf die Personen oder sehr stark auf die Personen. Woran liegt das? Ich glaube schon, dass es um Sachthemen geht. Also da würden Sie uns alle sehr enttäuschen, also nicht nur mich als CDU-Vorsitzende, sondern auch alle Mitbewerber im Deutschen Bundestag. Natürlich guckt man sich an, welchen Personen traut man was zu, wie kann man sie sich in bestimmten Rollen und Aufgaben vorstellen. Das ist ja auch normal, das ist auch nicht ganz neu in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das hat bei Konrad Adenauer schon so angefangen. Das hat auch eine Rolle gespielt, als Willy Brandt und Helmut Schmidt Bundeskanzler waren. Also ich weiß gar nicht, wonach wir uns immer, oder manchmal weiß ich nicht, wonach die Sehnsucht besteht. Und lesen Sie, ich weiß nicht, Sie lesen auch Zeitungen, da ist doch ein ganzen Tag voll von Kontroverse. Trotzdem gibt es eine Beobachtung, dass die Parteien an Profil verlieren. Die Parteien ringen darum und auch ihre eigene Partei hat sich ja mit dieser Diskussion immer wieder beschäftigen müssen. Die CDU verdaut sozusagen und verinnerlicht das ganze Spektrum von allen Themen, die in der Gesellschaft da sind und viele vermissen dann das klare Profil, das sie eben aus früheren Parteien von ihrer Partei kennen. Das geht auch anderen Parteien so. Also erstens sind wir eine Volkspartei. Das heißt, die Meinungsbildung in der Christlich-Demokratischen Union vollzieht sich schon so, dass wir vom Arbeitnehmerflügel bis zum Wirtschaftsflügel unterschiedliche Positionen haben, die wir zu einer gemeinsamen Position bringen müssen. Zweitens gab es, glaube ich, gerade von der Bertelsmann Stiftung, Ursprung weiß ich nicht mehr ganz genau, eine Studie, in der gesagt wurde, dass die Zahl der Menschen, die die Unterschiede zwischen den Parteien erkennen, sogar in den letzten 10 Jahren zugenommen hat. Und insofern glaube ich, dass wir uns viel mehr Gedanken machen müssen, welche Lösungsmöglichkeit hat eigentlich nationale Politik heute noch in einer globalen Welt? Was können wir alleine bestimmen? Wo lohnt es sich sozusagen, die Unterschiede richtig herauszuarbeiten? Und was müssen wir auch international machen? Und wenn es zum Beispiel um internationale Bankenregulierung geht, um die Regulierung der Schattenbanken, wie jetzt bei G20, dann gibt es zum Beispiel mehr Übereinstimmung zwischen den Parteien in Deutschland als vielleicht in der Herangehensweise, die wir von anderen Ländern und von anderen Regionen der Welt kennen. Ja, und insofern gibt es Fragen, da unterscheiden wir uns. Ich sage zum Beispiel im Augenblick, wären Steuererhöhungen jeglicher Art Gift, um unsere Beschäftigungslage zu erhalten, die sehr gute Beschäftigungssituation, sollten wir nicht Steuern erhöhen, weil wir damit die sehr fragile Wirtschaftslage gefährden. Andere sagen, das muss genau jetzt gemacht werden, bis hin zu Substanzbesteuerungen von Unternehmen. Und darüber werden wir uns auseinandersetzen jetzt im Wahlkampf. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, die Frage nach der Handlungsfähigkeit auf internationaler Ebene angesprochen. Das ist das Stichwort für uns, über Abhörpraktiken amerikanischer Geheimdienste zu sprechen. Als Sie in den Urlaub gefahren sind, haben Sie in Ihrer Sommerpressekonferenz gesagt, es bestehe die Sorge, dass Daten deutscher Bürger flächendeckend durch den amerikanischen Geheimdienst NSA abgeschöpft worden seien. Jetzt hat der Chef Ihres Bundeskanzleramts, Herr Pofalla, von den USA sich inzwischen und auch vom britischen Geheimdienst versichern lassen, man halte sich jedenfalls in Deutschland an deutsches Recht. Wie das in Amerika ist, ist dann noch eine andere Frage. Hat sich die ganze Aufregung für Sie während des Urlaubs in transatlantischem Wohlgefallen aufgelöst? Darum geht es ja nicht. Ich habe in meiner Pressekonferenz gesagt, dass ich die Erwartung habe, dass befreundete Partner, mit denen wir auch in schwierigen Einsätzen, zum Beispiel in Afghanistan, zusammen sind, dass wir uns gemeinsam an die jeweilige Rechtslage in dem jeweiligen Land halten. Also auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Wir haben dann, und darüber hat der Kanzleramtsminister gestern berichtet, sind wir allen Vorwürfen nachgegangen, die im Raume standen. Und das, was da an Erkenntnissen da ist, sowohl aus unseren eigenen Recherchen als auch aus den Gesprächen, sowohl mit den Briten als auch mit den Amerikanern, mit den Vertretern der NSA, sagt, dass die uns bestätigen, dass sie sich an deutsches Recht halten und dass die Datenübertragungen, die stattfinden, auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem BND und der NSA, das im Jahre 2002 und dann folgenden Jahre geschlossen wurde.
Wir haben gleichzeitig, weil man ja auch noch anderes gelesen hat, alle, die Internetknotenpunkte betreiben oder mit diesen arbeiten, gefragt, gebt ihr Daten an andere Regierungen oder haltet ihr euch an das deutsche Recht? Und wir haben von allen die Bestätigung bekommen, dass sie das tun. Dennoch bleibt natürlich ein Punkt, der über diese Frage deutsches Recht auf deutschem Boden hinausgeht. Da haben wir das, was wir im Augenblick erforschen können, erforscht. Und das ist der Punkt, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen über Datenschutz in der Welt gibt. Und insofern haben Sie recht, das ist genau ein solcher Punkt. Schon zwischen Großbritannien und Deutschland gibt es eine sehr unterschiedliche Vorstellung. Die ganze Frage der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ist eine sehr kontrovers diskutierte Frage innerhalb der Europäischen Union. Und es gibt Länder, die haben überhaupt gar keine Mühe damit, das flächendeckend sozusagen zu erfassen, die Kommunikation. Und es gibt Länder wie in Deutschland, da ist darüber eine sehr schwierige und auch kontroverse Diskussion. Deshalb haben wir das zum Beispiel auch diese Richtlinie im Augenblick nicht umgesetzt. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es wieder eine andere Rechtslage. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen jetzt auch diese Diskussion zum Anlass, zu sagen, wir brauchen in einem europäischen Binnenmarkt im Grunde auch eine gemeinsame Vorstellung davon, wie der Datenschutz geregelt sein sollte. Das ist nicht ganz einfach und dazu soll nach deutscher Vorstellung, und glücklicherweise hat sich Frankreich dem angeschlossen, auch gehören, dass Internetfirmen, die in Europa operieren und sagen, wenn sie Daten an andere Regierungen geben. Darüber gibt es aber auch in Europa noch keine Einigung, aber die Bundesregierung wird sich mit Nachdruck genau dafür einsetzen. Nun hat der Kanzleramtschef Bofaller gestern angekündigt, dass ein Antispionageabkommen geschlossen werden soll und damit sind nun ausgerechnet die Geheimdienste beauftragt. Macht man da nicht so ein bisschen den Bock zum Gärtner? Ich will vielleicht noch mal sagen, dass Geheimdienste eine wichtige Funktion in jedem unserer Länder haben. Und es war ja nun auch der Vorwurf, dass erst einmal die Geheimdienste Praktiken anwenden, die wir hinterfragen müssen und auch hinterfragt haben. Und deshalb sind die Geheimdienste natürlich die Institutionen, die auch, wenn es um Schutz und Sicherheit der eigenen Bevölkerung, siehe unserer Soldaten in Afghanistan geht, oder aber um die Frage von Wirtschaftsspionage, dann wird das halt durchgeführt durch diese Institutionen, die ja in Demokratien auch einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Es gibt ja das sogenannte PKGR, also das Parlamentarische Kontrollgremium im Deutschen Bundestag, deshalb, weil Geheimdienste nicht einfach jenseits der Rechtsordnung operieren können, sondern auf der Basis von Recht und Gesetz und weil sie kontrolliert werden durchs Parlament. Und es gibt jetzt richtigerweise eine Diskussion, ob diese Kontrolle eigentlich ausreicht, ob die Befugnisse ausreichen. Und der Kanzleramtsminister Ronald Bofaller hat gestern noch mal deutlich gemacht, er würde mit sehr viel Sympathie verstehen, wenn sich auch dieses parlamentarische Kontrollgremium in der nächsten Legislaturperiode mehr Kompetenzen zur Kontrolle einräumen würde. Also Geheimdienste brauchen wir, Geheimdienste sichern unsere Sicherheit ab. Und dass diejenigen, die von der Materie etwas verstehen, vielleicht auch darüber sprechen, welche Abkommen man schließen muss, ist ja nicht per se falsch. Das heißt aber nicht, dass man die dann einfach so nimmt, sondern die werden dann wieder politisch bewertet. Das ist ja ganz klar. Aber wären Sie denn auch für eine größere Kontrolle? Nach der Diskussion, die ich jetzt sehe, ja. Ich glaube, dass sich etwas geändert hat. Die Durchdringung unserer gesamten Lebenswelt mit Internet, mit Daten hat ja in einem Maße zugenommen in den letzten 10, 20 Jahren, wie wir das erstmal auch, sag ich mal, gesellschaftlich verkraften müssen, wie wir darauf die entsprechenden Antworten finden müssen. Und damit haben sich natürlich sowohl die Möglichkeiten der Kontrolle vergrößert, aber es haben sich auch die Möglichkeiten derjenigen vergrößert, die unserer demokratischen Rechtsordnung etwas Böses zufügen wollen. Und wir müssen natürlich wehrhaft sein können, auch als Demokratien. Und damit müssen auch die Kontrollmöglichkeiten erweitert werden. Das Internet ist viel leichter zugänglich, als das früher bestimmte Möglichkeiten der Geheimdienstarbeit waren. Und insofern muss auch das Parlament mehr Möglichkeiten bekommen, hier zuzugreifen. Das wird sicherlich auch ein Umdenken bei den Beschäftigten bei den Geheimdiensten mit sich bringen. Denn sozusagen das Wort insinuiert ja so, was ich mache, geht erstmal keinem was an.
Und ich finde, wir müssen zwei Dinge machen. Wir müssen A sagen, wir brauchen Geheimdienste und damit den Beschäftigten dort auch ein gewisses Selbstbewusstsein geben. Und B sagen, ihr seid nicht außerhalb der demokratischen Rechtsordnung, sondern ihr seid auch dafür verpflichtet, soweit das eure Arbeit zulässt, bestimmte Dinge auch transparent zu machen, Arbeitsmethoden zu erläutern, damit da sozusagen mehr Einsicht auch gewährt wird. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Jetzt reden die Geheimdienstchefs zunächst miteinander. Wann greifen Sie das nächste Mal ein? Wann werden Sie das nächste Mal mit Obama darüber sprechen? Wo ist für Sie das Forum und was werden Sie als nächstes dafür tun, um den Schutz von Rechten deutscher Bürger und Unternehmen im Internet zu gewährleisten? Ja, es gibt ja, ich sagte ja schon, es gibt ganz verschiedene Aspekte. Der Kanzleramtsminister kontrolliert die Arbeit der Dienste. Die Dienste sprechen, die werden sozusagen über den Kanzleramtsminister wiederum kontrolliert. Der berichtet dann dem parlamentarischen Kontrollgremium und ich werde natürlich über die wesentlichen Züge auch informiert, genauso wie der amerikanische Präsident natürlich. Wir müssen aber über weitere Dinge sprechen. Ich habe gesprochen, wir müssen über Datenschutz in Europa sprechen. Es wird zurzeit zwischen der Europäischen Kommission und den Vereinigten Staaten von Amerika ein Datenschutzabkommen verhandelt. Die Verhandlungen gestalten sich sehr schwierig, weil auch hier sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Maß an Datenschutz vorhanden sind. Diese Verhandlungen muss man beschleunigen. Und wir haben, die ganze Diskussion hat nochmal eins schlaglichartig klar gemacht. Die europäischen Fähigkeiten sind nicht besonders hoch im Bereich des gesamten Internets. Wir haben uns mal entschlossen, mit Airbus ein Flugzeug bauen zu können, was so gut ist wie die Flugzeuge, die bei Boeing gebaut werden. Wir haben oder arbeiten noch daran, nicht allein von GPS, einem amerikanischen System abhängig zu sein, sondern mit Galileo ein europäisches System zu entwickeln. Und wir werden uns die Frage stellen müssen, was wollen wir in Europa eigentlich können, um überhaupt die Technologien des Internets zu verstehen. Es gibt zum Beispiel, wenn man diese Datenübermittlung über die Glasfaserkabel verfolgt, da braucht man sogenannte Router. Und an den großen Datenschutzknotenpunkten sind die Hersteller der Router, da gibt es chinesische Hersteller, amerikanische Hersteller, keinen einzigen europäischen Hersteller. Und ob das gut ist, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, es ist richtig, dass der Bundeswirtschaftsminister jetzt sich in Europa Partner sucht und sagt, wir müssen an bestimmten Stellen, wo wir technologisch gar nicht mehr mithalten können, da müssen wir auch wieder aufholen, um überhaupt eigenständig aktionsfähig zu sein. Sie sagten ja gerade, dass die Verhandlungen mit den Amerikanern, gerade was Datenschutz angeht, sich ausgesprochen schwierig gestalten. Obama hat ja jetzt am Wochenende sogar zugestanden, dass er davon ausgeht, dass die rechtsstaatlichen Verfahren da nicht immer so eingehalten wurden. Hat Sie das denn erstaunt, dieses Ausmaß, dass die Datensicherung in den USA so wenig... Naja, also ich habe ja mit dem Präsidenten Obama darüber gesprochen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben am 11. September einen großen Schock erlebt und haben damals sehr viel in ihre Sicherheit investiert. Und ich habe immer wieder deutlich gemacht, weder heiligt der Zweck das Mittel, alles muss auf rechtsstaatlicher Grundlage sein. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass andere Länder zum Teil andere rechtsstaatliche Grundsätze haben. Und zum Zweiten, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss gewährleistet sein. Und diese Verhältnismäßigkeit, die wird ja nicht nur bei uns hinterfragt, sondern die wird auch in den Vereinigten Staaten von Amerika hinterfragt. Und es gibt dazu ja sehr spannende Diskussionen auch im Kongress. Und ich glaube, der amerikanische Präsident Barack Obama hat genau auf diese Diskussion reagiert und hat mehr Transparenz auch für die Datenerhebung in den Vereinigten Staaten gefunden. Und die Tatsache, dass, glaube ich, über 60 Firmen öffentlich auch gesagt haben, sie möchten, dass da mehr Transparenz kommt, ist ja auch eine interessante amerikanische Diskussion, die ich begrüße, ganz ausdrücklich begrüße. Die Verhältnismäßigkeit muss mehr als 10 Jahre nach einem solchen Anschlag auch wieder mal untersucht werden und gefragt werden, wollen wir denn alles sammeln, was wir sammeln können? Oder wie kann man das so machen, dass der Sicherheitsaspekt in Bezug auf die innere Sicherheit gewährleistet ist, aber auch der Sicherheitsaspekt in Bezug auf meine Daten. Das ist ja nun auch ein legitimes Interesse, da einen gewissen Sicherheitsaspekt zu betrachten. Es geht in der Diskussion, die wir geführt haben, Frau Bundeskanzlerin, auch um Aktivitäten deutscher Geheimdienste des BND. Ihr Kanzleramtsminister, Herr Pofalla, hat, während Sie im Urlaub waren, vor dem parlamentarischen Kontrollgremium und danach vor der Öffentlichkeit versichert,
der Datenschutz werde von den deutschen Geheimdiensten, und so hat er es gesagt, zu 100% eingehalten. Kann man Geheimdiensten wirklich zu 100% trauen? Ich kann doch nur, ich habe keinen Grund zu zweifeln. Und angesichts der Möglichkeiten, was heute alles ans Tageslicht kommt, ist jeder gut beraten, die Wahrheit zu sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich sage nur, ich habe keinen Anhaltspunkt, dass der BND Recht und Gesetz oder auch das Bundesamt für Verfassungsschutz Recht und Gesetz nicht eingehalten hätte. Und es ist darüber berichtet worden, was passiert mit Daten deutscher Staatsbürger. Und darüber ist intensiv diskutiert worden. Und da gibt es eine Rechtsgrundlage, auf der unter bestimmten Bedingungen solche Daten ausgetauscht werden können. Und das ist in Bezug auf eine Person erfolgt. Und das Zweite ist, dass Nachrichtendienste und unser BND arbeitet auf der Grundlage eines sogenannten BND-Gesetzes, die Aufgabe haben, zum Schutz der deutschen Bevölkerung Nachrichten auch zu überprüfen, die die Sicherheit Deutschlands gefährden können. Das ist ein Auslandsdienst, der ausländische Informationen ganz bewusst aufnehmen soll. Das ist seine Funktion. Und wenn es ums Inland geht, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Und wir haben ja erlebt, wenn bestimmte Dinge nicht klappen, wenn wir zum Beispiel den NSU-Mord hatten, die NSU-Morde hatten, diese schrecklichen Dinge, die über fast ein Jahrzehnt nicht aufgeklärt wurden, dann sag mal, was ist denn hier los? Schläft hier jeder? Wo holen Sie sich die Informationen her? Warum beschaffen Sie sich die Informationen nicht? Warum fügen Sie es nicht zusammen? Wenn bei uns ein Anschlag passieren würde, was glücklicherweise nicht passiert ist, was aber in Spanien passiert ist, in London passiert ist, was meinen Sie, wie die Frage dann gestellt würde? Wer hat denn da nicht hingehört? Wer hätte man nicht wissen können? Was haben die denn nicht aufgepasst? Das heißt, das BND-Gesetz regelt die Rechtsgrundlage dafür, welche Auslandsdaten kann ich erfassen? Und da arbeiten befreundete Geheimdienste auch zusammen. Richtig. Offen ist die Frage, was ausländische Geheimdienste mit den Auslandsdaten des BND tun dürfen. Dürfen amerikanische Geheimdienste Daten, die der BND etwa in Afghanistan erhebt, benutzen, um dann ihre Drohnenangriffe in Pakistan und Afghanistan zu programmieren? Also es gibt eine Zusammenarbeit, so wie es eine Zusammenarbeit der Armeen gibt, die Bundeswehr mit den amerikanischen Soldaten in Afghanistan zusammenarbeitet. So gibt es auch einen Austausch der Daten. Und es ist dann im Kontrollgremium vielfach und nicht erst seit der neuesten Diskussion darüber gesprochen worden, wozu werden diese Daten verwendet. Und sie helfen, Anschläge auf amerikanische Soldaten zu verhindern. Amerikanische Informationen helfen auch, Anschläge auf uns zu verhindern. Und sie helfen, Anschläge auf unsere Soldaten zu verhindern. Und es ist ausdrücklich gesagt worden, dass die Datenübermittlung der Deutschen nicht dazu geeignet ist, sozusagen gezielt dann Tötungen vorzunehmen. Warum nicht? Weil unsere Daten, die wir erheben aus der Satellitenkommunikation, erst einmal daraufhin überprüft werden müssen, ob deutsche Staatsbürger betroffen sind. Die müssen nämlich sofort rausgenommen werden, weil es dann ja sozusagen die Datenerhebung über Deutsche wäre. Und erst wenn das sichergestellt wird, können die Daten an andere weitergegeben werden. Und das ist allein schon ein großer zeitlicher Verzug. Darüber ist im Übrigen seit Jahren im parlamentarischen Kontrollgremium auch gesprochen worden. Aber ich muss Ihnen auch eins sagen, wenn Sie dann in Afghanistan zu Besuch sind, ich habe ja oft unsere Truppen besucht, und Sie reden mal mit den Soldaten, welche Angst sie haben, wenn sie in ihren Panzerwagen dort aus dem Lager fahren und auf einen Sprengsatz kommen oder einem Selbstmordattentäter begegnen. Es ist schon wichtig, dass man versucht, die Informationen zu bekommen, die Menschenleben auch gefährden. Wo wir gerade das Stichwort Drohne hatten, das war eine andere Affäre, die das Parlament in dieser Sommerpause beschäftigt hat. Haben Sie denn in Ihrem Urlaub vielleicht auch schon mal eine Liste gemacht, wie denn ein mögliches drittes Kabinett aussehen könnte, und stand hinter dem Ressort Verteidigung denn der Name de Maizière? Oder haben Sie da schon andere Pläne für ihn? Ich bin jetzt ganz beschäftigt damit, alles zu tun, damit wir in der Wahl möglichst gut abschneiden. Ich habe aber vielfach gesagt, dass ich die Arbeit von Thomas de Maizière sehr, sehr schätze. Es ging bei der Untersuchung hier nicht um eine Drohne, die bewaffnet ist, die also Tötung vornehmen kann, sondern um Aufklärungsdrohnen. Da will ich auch sagen, dass die Aufklärungsdrohnen von der Bundeswehr in Afghanistan zum Beispiel verwendet werden und sehr hilfreiche Dienste tun.
Und hier ging es um ein militärisches Entwicklungsprojekt. Es war noch gar kein Beschaffungsprojekt, ein Entwicklungsprojekt. Und dieses Entwicklungsprojekt ist auf Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen worden, weil man Schwierigkeiten gesehen hat, die man für nicht mehr überwindbar hielt. Daraus hat sich eine Diskussion ergeben, das ist total legitim. Ich glaube, da sind die Fragen jetzt auch alle beantwortet. Der Verteidigungsausschuss hat die Eigenschaft, sich selber zum Untersuchungsausschuss machen zu können, weil es hier öfter auch Fragestellungen gibt, die sehr wichtig sind. Und insofern, glaube ich, haben wir da die Klärung herbeigeführt. Frau Bundeskanzlerin, mit Thomas de Maizière ist jetzt nach diesem Sommer jedenfalls einer der wichtigsten Politiker in Ihrem Kabinett, der auch immer schon als möglicher Nachfolger gehandelt wurde, angeschlagen. Er selber hat gesagt, er hat ein blaues Auge. Sie haben im Lauf der Legislaturperiode andere wichtige Politiker verloren, die mal in Ihre Fußstapfen hätten treten können, vielleicht auch wollen. Guttenberg, Röttgen, Ihre enge Vertraute Schawan haben Sie durch Ihren Rücktritt verloren. Das kann für eine Partei auch mal gefährlich werden. Sie haben gesagt, Sie wollen bis 2017 Kanzlerin bleiben, aber dann wird sich in dieser Wahlperiode irgendwann mal die Frage stellen, wann, wie wollen Sie Ihre Nachfolge eigentlich mal regeln? Ich beschäftige mich mit den Sachen, die mich was angehen. Und das heißt, wenn ich Bundeskanzlerin bin, muss ich vernünftig und gut regieren. Ich möchte das weitere 4 Jahre tun. Damit bin ich total voll beschäftigt und ich würde mal sagen, es hat sich schon immer noch jemand gefunden, der was werden wollte in Deutschland. Ich mache mir echt andere Sorgen um Deutschland als um die Frage, dass wir irgendwann. Aber noch mal kurz nachgefragt, Sie sagten gerade, Sie wollen 4 Jahre dann auch bei einem möglichen Wahlsieg weiter regieren. Es gab ja Spekulationen, dass Sie diese Legislaturperiode gar nicht ganz voll machen wollen. Ja, wir sind ein freies Land. Ich kann niemanden abhalten. Die Menschen, die das geschrieben haben, haben mich nicht gefragt. Als es geschrieben war, habe ich gesagt, ja, na genau. Und jetzt wiederhole ich gerne, selbstverständlich trete ich für eine volle Legislaturperiode an. Sie wollen mit der FDP weiter regieren. Warum setzen Sie eigentlich so auf dieses schwarz-gelbe Bündnis, das oft so schwierig war? Der Anfang ist verstolpert gewesen. Die FDP hat ihren eigentlichen Wunschpartner Guido Westerwelle selbst abgesägt. Dessen Nachfolger Philipp Rösler hat sie bei der Wahl des Bundespräsidenten öffentlich zuerst vorgeführt und dann als Frosch verspottet. Große Reformvorhaben sind unvollendet geblieben. Warum soll das eigentlich im zweiten Anlauf alles besser werden und wie soll es besser werden? Naja, es ist ja schon im Laufe der Legislaturperiode sehr viel besser geworden. Es ist richtig, wir haben einen sehr schwierigen Anfang gehabt und wir hatten im Übrigen in den 4 Jahren auch ziemlich komplizierte Probleme zu lösen. Und das hinkt damit zusammen, dass wir 11 Jahre nicht mehr zusammen regiert hatten, zwischen 1998 und 2009. Und ich glaube, die Vorstellungen voneinander sich schon sehr entfremdet hatten. Und wir haben uns jetzt zusammengerauft. Wir haben für alle wichtigen Fragen gute Lösungen gefunden. Und wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, dann kann man schon sagen, wir sind eine sehr erfolgreiche, ich habe sogar mal gesagt, die erfolgreichste Regierung. Wir haben mehr Beschäftigte, als wir das jemals hatten. Wenn die Situation so ist, dann findet das jeder ganz normal. Wir haben gut florierende Steuereinnahmen, wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Und das sind Dinge, die müssen jeden Tag wieder erarbeitet werden. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Und deshalb halte ich die Kombination mit der FDP bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir auch haben, für die Konstellation, in der wir am besten diese für die Menschen so wichtigen Probleme lösen können. Nun ist dieses Bündnis ja ein Dreierbündnis, also auch die CSU ist mit im Bündnis und Herr Seehofer ist ja durchaus dabei, Sie auch jetzt gerade wieder ein wenig zu ärgern, wenn man das so sieht, dass er sagt, ich eröffne hier schon mal die Koalitionsverhandlungen und sage, da muss die PKW-Maut rein. Was sagen Sie da? Ja, die Bayern haben Landtagswahl und sie haben für sich einen Bayern-Plan aufgestellt. Ja, also es gab zu jeder Bundestagswahl, glaube ich, auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer Nuancen in den Programm von CDU und CSU und in den Jahren, in denen es auch noch eine Landtagswahl in Bayern gab, gab es schon viel gravierendere programmatische Unterschiede. Horst Seehofer hat das auch nicht am letzten Wochenende zum ersten Mal gesagt, sondern er hat das schon mehrfach in den letzten Monaten gesagt. Wir haben auch darüber gesprochen, intern, und die bayerischen Vorstellungen unterscheiden sich hier von meinen Vorstellungen. Und jetzt führen wir keine Koalitionsverhandlungen, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass wir überhaupt in die Lage kommen, miteinander
Koalitionsverhandlungen. Das fängt eigentlich schon wieder an, wie es das letzte Mal. Das letzte Mal hat die CSU Ihnen den Bonus bei der Hoteliersbesteuerung aufgedrückt. Jetzt müssen Sie Seehofer die PKW-Maut geben, damit er Ihnen nicht von der Stange geht. Naja. Also beim letzten Mal waren zwei von den drei Parteien davon überzeugt, dass die Ermäßigung bei der Hotelsteuer wichtig ist. FDP und CSU wollten das. Und die CDU hat das im Sinne des Kompromisses dann mitgemacht. Es gab in der CDU starke Bestrebungen. Es haben nämlich, ich habe es jetzt vergessen, 17 von 27 Ländern in Europa eine solche ermäßigte Mehrwertsteuer. Und wir sind umgeben von Ländern, von der Tschechischen Republik über Österreich bis Frankreich, wo solche Steuererleichterungen da sind. Und die Art und Weise, wie das zum Teil bei uns diskutiert wurde, entsprach also auch wirklich zumindest nicht denjenigen, die den Interessen, die im Tourismus wirklich weit verbreitet sind. Aber dennoch ist das Verhältnis mit Seehofer ja kein leichtes. Sie haben auf dem letzten CDU-Parteitag gesagt, dass Sie da einer Satire-Sendung zustimmen würde, die da sagte, der liebe Gott hat die FDP erfunden, um die CDU zu prüfen. Das könnte man doch eigentlich auch auf die CSU anwenden, oder? Na, da ist schon noch ein kleiner Unterschied. Wir sind Schwestern, wie man so schön sagt. CDU und CSU und die Union ist ohne CSU nicht regierungsfähig und die CSU hat über die Jahrzehnte, in der es die Bundesrepublik Deutschland gibt, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die CDU Bundeskanzler stellen konnte. Und wir haben zum Teil unterschiedliche Meinungen, aber in den ganz wesentlichen Fragen stimmen wir sehr gut überein. Und Sie wollten doch auch scharfe Kante. Und ein bisschen Unterschied. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen und mit Schwarz-Gelb weiter regieren können, dann ist die Regierungsmehrheit trotzdem immer noch eine halbe. Denn im Bundesrat hat seit diesem Frühjahr die Opposition die Mehrheit. Und das wird Sie so oder so in der nächsten Koalition dazu zwingen, in allen wichtigen Fragen faktisch mit einer großen Koalition weiter zu regieren. Ja, das ist in Deutschland sehr häufig so gewesen. Das macht auch die Stabilität Deutschlands aus. Das macht aber zum Teil eben auch die Mühseligkeit aus, Kompromisse zu erarbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir in sehr, sehr vielen grundsätzlichen Fragen Einigkeit erzielen konnten. Das letzte Beispiel zum Beispiel war, dass es eine große gemeinsame Kraftanstrengung im Blick auf die Bewältigung der Schäden der Flut gegeben hat. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man in so einer Naturkatastrophe in einem Jahr, wo die Wahlen unmittelbar vor der Tür stehen, keiner sich angeschickt hat, da sein politisches Süppchen zu kochen, sondern Bund und Länder 50-50 sich die Lasten geteilt haben und gesagt haben, wir helfen mit 8 Milliarden Euro bei der Bewältigung der Flut. Wir werden das morgen im Kabinett die Verordnung verabschieden. Es wird am Freitag eine Sondersitzung des Bundesrates geben und dann werden die Menschen ihr Geld bekommen. Und ich habe in allen wichtigen Fragen, auch wenn es um die Rettung des Euro ging, oder andere Fragen haben wir eigentlich, egal wie die parteipolitischen Zusammensetzungen waren, immer einen Weg gefunden, dass das, was wesentlich für Deutschland war, funktioniert hat. Und das, finde ich, ist ein absolutes Gütesiegel für unser Land. Und viele beneiden uns darum, dass wir dazu in der Lage sind. Wenn Sie sagen, dass bei diesen großen Fragen an einem Strang gezogen wird und viele Deutsche vielleicht auch schon davon ausgehen, dass es eine große Koalition geben kann nach diesen Wahlen, was ist denn dann so schlimm an einer großen Koalition? Ich sage ja nicht, dass etwas schlimm ist. Ich habe ja 4 Jahre eine große Koalition geführt. Es ist nicht das Ziel der wahlkämpfenden Parteien. Es ist weder mein Ziel, noch ist das, wenn ich das richtig verfolge, das Ziel der SPD. Und deshalb werben wir für andere Konstellationen. Ich glaube auch, dass das Wechselspiel von starker Opposition im Bundestag und einer Regierung immer ein belebendes Element ist. Und ich habe auf meinem Schreibtisch immer so ein Packen Agenturmeldungen liegen, schon seit fast 4 Jahren jetzt, wo über die Große Koalition geschrieben wurde. Wie schrecklich das war, dass wir keine Aufgabe mehr hatten und dass jetzt eigentlich der gemeinsame Vorrat erschöpft ist und so weiter. Also es war nicht so toll, die Beschreibung in der Realzeit der Großen Koalition, dass man nun sagen könnte, damals wäre es überhaupt so gewesen, dass alles in Butter war. Wir haben uns viel behakt. Und die Unterschiede, die programmatischen, waren viel größer als die, die jetzt in einer christlich-liberalen Koalition zu überbrücken sind.
Trotzdem rechnen zumindest nach Umfragen ja viele oder die meisten Wähler damit, wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, dann läuft das ganz automatisch auf eine große Koalition zu und das ist auch ganz okay so. Aber jetzt gibt es ja in der SPD viele und immer mehr Stimmen, die sagen, also nochmal als Juniorpartner in eine Koalition mit Angela Merkel eintreten, das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Das heißt, es kann sein, wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, dass sie am Tag nach der Bundestagswahl überhaupt keine Koalition zustande bekommen können. Wären Sie dann eigentlich bereit, um überhaupt eine Regierung bilden zu können, den Weg zu gehen, den das Grundgesetz ja dann ermöglicht und sich im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit wählen zu lassen? Darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich habe jetzt, glaube ich, 40 sind es, glaube ich, noch Zeit, für die gewünschte Mehrheit zu werben. Und das werde ich ausführlich und umfassend tun. Ich wundere mich ein bisschen, dass manche sich schon mit dem Tag nach der Wahl jetzt beschäftigen. Ich tue das nicht. Und wir haben Chancen, aber das wird ein ganz, ganz knappes Rennen. Und deshalb wird auch dieser Satz, der manchmal so ein bisschen belächelt wird, dass es auf jede Stimme ankommt, dieser Satz wird wieder sehr wahr werden, weil die Resultate in Deutschland immer sehr, sehr knapp sind. Und das ist das, womit ich mich jetzt befasse und dann haben wir alle Chancen, auch erfolgreich zu sein. Wie wichtig ist es denn in diesen, ja vor allen Dingen, wenn man auf Europa blickt, auch schwierigen Zeiten, denn dass man eine wirklich stabile Regierung hier in Deutschland hat? Ja, es ist natürlich wünschenswert, ist immer unter jeden, allen Umständen ist es wünschenswert, dass man eine stabile Regierung bekommt. Darüber werden wir ja auch in den Wahlkampfveranstaltungen sprechen. Und Deutschland ist Stabilitätsanker in Europa im Augenblick. Es war gut, dass bei uns die Krise sehr schnell überwunden werden konnte. Und wir werden natürlich auch über die unterschiedlichen Vorstellungen über die Europapolitik sprechen. Und ich kann nur sagen, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass der Weg bei der Bewältigung der europäischen Schuldenkrise richtig war. Auf der einen Seite Solidarität zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch darauf zu bestehen, dass alle Mitgliedstaaten auch die notwendigen Reformen machen. Wir haben in Deutschland gesehen, dass wir vor gut 10 Jahren der kranke Mann Europas waren. Damals hat das darin geendet, dass wir über 5 Millionen Arbeitslose hatten. Dann sind endlich Reformen angepackt worden, Reformen, über die wir schon in den 90er Jahren gesprochen haben, und sie haben gewirkt. Und es ist bedauerlich, dass die Sozialdemokraten heute noch nicht mit sich im Reinen sind, ob sie es richtig gemacht haben oder falsch gemacht haben. Ich sage, es war richtig. Und weil es bei uns richtig war, ist es auch in anderen Ländern wichtig und richtig. Und auch hier sieht man ja bei all den riesigen Problemen, die es gibt, doch auch Fortschritte. Und auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Wettbewerbskraft anderer Länder auf der Welt zunimmt, wie andere arbeiten, wie andere sich reformieren, wie andere lernen und sich bilden und forschen, dann ist dringend Eile geboten, dass Europa an seiner verbesserten Wettbewerbsfähigkeit arbeitet. Wettbewerbsfähigkeit ist das eine. Die Europapolitik wird sicherlich eines der wichtigsten Themen sein in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen aber auch, was die institutionelle Neuordnung Europas angeht. Das ist aber so ein Thema, das findet im Wahlkampf irgendwie nicht so richtig statt. Woran liegt das? Warum spielt das keine größere Rolle? Naja, wir haben ja sehr viel neu geordnet in Europa. Wir haben mit den ganzen Rettungsinstrumenten und Schutzinstrumenten für den Euro sind wir ja neue Wege gegangen. Wir haben einen permanenten Rettungsmechanismus, wir haben einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, wir haben die Haushaltsmittel, die in der Europäischen Union zur Verfügung stehen, flexibilisiert, damit man gegen Jugendarbeitslosigkeit was machen kann. Also viele Dinge sind schon verändert worden. Und wir hatten ja gerade in den Jahren davor jahrelang vom Verfassungsvertrag bis zum Lissabonner Vertrag uns eigentlich nur mit institutionellen Fragen beschäftigt. Im Zuge dieses neuen Lissabonner Vertrages hat das Europäische Parlament sehr viel mehr Kompetenzen bekommen. Das merkt man ja auch an dem Selbstbewusstsein, das ist auch richtig so. Und die Frage ist jetzt, was wird man in Zukunft noch an Kompetenz nach Europa geben müssen? Kann man vielleicht eines Tages auch mal wieder was zurückgeben? Und ich denke, diese Diskussion werden wir mit
sehr großer Intensität dann im Mai nächsten Jahres führen, wenn es um die Europawahlen geht und dann natürlich noch mal stärker auch die institutionellen Fragen im Vordergrund stehen. Aber nicht nur die Deutschen, sondern Europa und die Welt schaut jetzt auf diesen Wahlkampf und fragt sich, wenn Angela Merkel diese Wahl wieder gewinnt, wohin wird sie zusammen mit Frankreich dann Europa führen? Und da schaut man in ihr Wahlprogramm und findet nichts dazu. Na, das ist ja nicht wahr, dass wir da stehen ein paar allgemeine Zielvorstellungen drin, aber wohin die Demokratie in Europa gehen soll, wohin wie die großen Fragen, die Sie gerade eben angeschnitten haben, gelöst werden sollen, da steht nichts dazu drin. Ja, ich glaube, dass wir uns im Augenblick in Europa mal darum kümmern müssen, dass wir enger unsere Wettbewerbsfähigkeit abstimmen, und dazu muss ich nicht alles nach Brüssel geben. Die Idee, also wir haben noch zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Wenn Sie wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen die Lohnstückkosten in Europa vergleichbar sein. Wenn sie in einem Land viel höher sind, hat das zur Folge, dass das Land seine Produkte nicht mehr verkaufen kann und damit die Arbeitslosigkeit steigt. Jedenfalls ist es ein Indikator. Die Reformen, die wir jetzt verabredet haben, teilweise über die Rettungsprogramme, teilweise freiwillig, sind Reformen, die die Lohnstückkosten senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Lohnstückkosten haben etwas zu tun mit Tarifabschlüssen, also mit Lohnkosten. Ich kann das ja nicht vereuropäisieren. Jedes Land hat eine eigene Form der Lohnfindung. Lohnstückkosten sind etwas, was mit Sozialsystemen zu tun hat. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt, die Sozialsysteme sind ein Kernbestandteil des Nationalstaates. Das heißt, die kann ich nicht einfach nach Brüssel verlagern, will ich auch nicht. Jeder hat eine völlig andere Tradition. Aber wir können darüber reden, und deshalb arbeiten wir auch an Vereinbarungen zum Beispiel mit der Europäischen Kommission, die haben wir auch schon in den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit eingebaut, wo die Kommission als Beobachter sagt, in dem Land läuft es schief, in dem Land läuft es besser, und ich möchte gerne, dass auch wir Deutschen uns dann verpflichten, wenn die Kommission sagt, bei euch läuft das wieder aus dem Ruder in irgendeinem Bereich, dass wir dann verpflichtend uns an die Empfehlungen auch halten, die uns da gegeben werden. Das ist zum Beispiel eine der Weiterentwicklungen, an der wir jetzt auch ganz konkret arbeiten. Das brauche ich gar nicht ins Wahlprogramm zu schreiben. Da haben wir die nächsten Schritte für Oktober, für Dezember vorbereitet. Und das bedeutet, dass wir als Nationalstaaten, und das gilt für jeden Nationalstaat in der Europäischen Union, nicht mehr einfach nur das machen können, was wir gerade mal für richtig halten, sondern dass wir verstehen, dass alles, was wir tun, auch Auswirkungen auf alle anderen im gemeinsamen Währungsverbund hat. Sie sagen jetzt, man kann nicht so viel nach Brüssel geben. Das ist im deutschen Wahlkampf vielleicht ganz gut, das zu sagen. Aber auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise vor einem Jahr haben Sie sehr dezidiert gesagt, wir brauchen mehr Europa. Auch der Bundespräsident hat sich diese Forderung in seiner Europarede Anfang des Jahres zu eigen gemacht. In Ihrem Wahlprogramm findet sich der Satz nicht mehr. Gilt der noch? Ja, ich habe ihn gerade an einem Beispiel, nämlich am Beispiel der bindenden Vereinbarung zwischen Kommission und Nationalstaaten, die dann auch von den nationalen Parlamenten genehmigt werden müssen, gesagt, wie wir zu mehr Europa kommen. Mehr Europa ist aber mehr als nur Verlagerung einer Kompetenz vom Nationalstaat nach Europa, sondern ich kann auch mehr Europa haben, indem ich mich in meinem nationalen politischen Handeln strenger und intensiver darauf einlasse, das mit anderen zu koordinieren. Das ist eine andere Form von mehr Europa. Und so werden wir darüber reden, brauchen wir noch mehr Kompetenzen für Europa? Wir können auch überlegen, geben wir mal wieder was zurück? Die Niederländer diskutieren im Augenblick gerade darüber. Und diese Diskussion werden wir nach der Bundestagswahl auch führen. Oder machen wir es durch eben mehr Kompetenz für die Kommission, auch mit den Nationalstaaten bestimmte Dinge zu verabreden? Das ist mehr Europa. Mehr Europa heißt aber vor allen Dingen ja auch Solidarität üben mit den anderen. Inwieweit kommt man denn mit der Botschaft in Deutschland weiter, noch mehr Solidarität mit den anderen zu üben? Denn wenn die Bundesbank jetzt ankündigt, dass eventuell noch mehr Hilfen wieder für Griechenland anstehen, ist das nicht eine schwierige Situation? Die Bundesbank hat auf Risiken hingewiesen, die es im griechischen Programm gibt. Das ist nichts Neues. Manche Dinge in Griechenland haben sich langsamer entwickelt, als wir uns das gewünscht haben. Andere Daten sind im Augenblick auch durchaus recht positiv. Und es besteht immer wieder der Versuch zu sagen, wie wird es nächstes Jahr, übernächstes Jahr sein. Ich glaube, man muss auch einfach Griechenland mal ein Stück Zeit geben, dass sich bestimmte Dinge entwickeln können. Und ich sagte schon, es gibt auch
ganz positive Botschaften, wie wir gestern auch an den Wirtschaftswachstumszahlen, die immer noch negativ sind, gesehen haben. Aber sie haben jetzt einen Primärüberschuss erwirtschaftet zum ersten Mal. Also ich kann da noch keine abschließende Aussage machen. Aber ich glaube, dass die Deutschen verstehen, dass der Euro als solches ein großer Vorteil für uns als Exportnation ist. Ich glaube, dass die Deutschen sehr gut verstehen, auch gerade jetzt in der Diskussion in der globalen Welt, wenn wir 7 Milliarden Einwohner auf der Welt haben und wir sind 80 Millionen, dass wir doch viele gemeinsame Interessen in Europa haben. In Europa, ich sage es immer an dem Beispiel, in Europa reden wir 27 Stunden hintereinander über die Frage, ob wir in den nächsten 7 Jahren 907 und 915 oder 930 Milliarden Euro ausgeben wollen. Mit Leidenschaft. Ja. Aber in Europa, jetzt muss ich über mehr Europa dann schon noch was sagen dürfen. Aber in Europa reden wir eben nicht darüber, ob wir Demokratie haben, ob wir Reisefreiheit haben, Meinungsfreiheit haben, Religionsfreiheit haben. Das alles ist für uns selbstverständlich. Und das ist in dieser Welt nicht selbstverständlich. Wir brauchen da bloß kurz hinter die Grenzen der Europäischen Union zu gehen, um zu sehen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Und diese 500 Millionen Menschen, die gemeinsame Werte teilen, die sind eine Gruppe, die macht, das macht uns stark. Und deshalb brauchen wir natürlich mehr. Wir haben zum Beispiel über Jugendarbeitslosigkeit gesprochen. Wir brauchen viel mehr Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zwischen den verschiedenen Ländern. Ich denke, dass in 20, 30 Jahren es selbstverständlich ist, dass jeder junge Mensch und nicht nur ein Student, sondern auch die Facharbeiter eine zweite Fremdsprache kann und dass man dann auch Teile seines Lebens woanders arbeiten kann, wie das heute für Akademiker schon ganz selbstverständlich geworden ist. Das wird mehr Europa sein, mehr erlebtes Europa. Wenn Sie heute Studenten fragen, die waren alle irgendwo in Europa. Ich finde das toll. Ich kannte sowas in meiner Jugend nicht. Und das schafft ein völlig anderes europäisches Bewusstsein dann auch, wenn man weiß, worüber in Schweden diskutiert wird, in Finnland, in Spanien, in Portugal. Und daran müssen wir weiterarbeiten und nicht dauernd nur über Institutionen reden. Aber heißt die ehrliche Botschaft in diesem Wahlkampf, und muss sie nicht heißen, dass mehr Europa für die Deutschen, die wie kein anderes Land auch von der Krise profitieren, durch niedrige Zinsen, durch Investitionen, dass das heißt, mehr Solidarität üben, so wie es die Bundesbank schon jetzt ankündigt. Deutschland wird etwas zurückgeben müssen, was es im Augenblick an der Krise auch verdient. Also ich glaube, dass wir schon eine ganze Menge auch zurückgegeben haben. Wir haben ja nun an allen Rettungsprogrammen mitgearbeitet. Es geht natürlich darum, dass wir Solidarität zeigen, aber ich sage Ihnen auch, wenn ich Bundeskanzlerin bin und als ich jetzt europäische Politik zu verantworten hatte und wenn ich sie in Zukunft gerne weiter verantworten möchte, dann werde ich darauf achten, dass die Solidarität auch zu Ergebnissen führt. Es hat doch keinen Sinn, wenn sich strukturell nichts verändert, wenn ich meine Solidarität einfach dafür ausgebe, dass wir jetzt mal schön solidarisch miteinander sind. Wenn die Wirtschaftssysteme nicht effizient werden, können wir so lange solidarisch sein, bis wir alle gemeinsam schwach sind. Ich möchte ein starkes Europa. Ich möchte ein Europa, in dem nicht in 30 Jahren man aus China kommt, um mal zu gucken, wo Beethoven geboren wurde und Goethe gelebt hat, sondern ich möchte ein Europa, wo man sich interessante, spannende Sachen anschaut. Darum geht es, um ein starkes, kräftiges Europa. Starkes, kräftiges Europa, ist es das, was Europa dann zusammenschweißen soll, auch in Zukunft? Ich meine, es geht ja jetzt nicht mehr darum, eine Friedensordnung zu haben, sondern es geht doch eigentlich darum, dass Europa sich auch in dieser globalen Welt irgendwo ja einen Bedeutungsverlust gegenüber sieht und darauf auch entsprechend reagieren muss. Ja, es geht natürlich auch um den Frieden. Das ist für uns jetzt Gott sei Dank schon selbstverständlich geworden, aber ein Blick Richtung Syrien oder anderswo zeigt uns ja, dass diese Selbstverständlichkeit auch jeden Tag wieder erarbeitet werden muss. Aber Sie sagen selber, es gibt einen Bedeutungsverlust. Wo kommt der denn her? Der Bedeutungsverlust kommt einerseits daraus, dass wir uns in manchen Fragen nicht ganz einig sind, was zum Beispiel außenpolitische Fragen anbelangt. Da werden wir schrittweise besser werden. Das ist auch mehr Europa. Wir haben jetzt die erste Periode, in der es eine gemeinsame Außenbeauftragte gibt für Europa. Da sind manche Sachen gut gelungen, andere Sachen noch nicht so gut gelungen. Das ist vollkommen richtig. Aber der Bedeutungsverlust kommt doch auch daher, wir haben darüber gesprochen, dass wir eben in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen nicht mehr an führender Stelle sind. Und wenn zu viele Länder in Europa diese Situation haben, wenn wir zu wenig in Forschung und Bildung investieren. Europa hat mal im Jahr 2000 unter dem Bundeskanzler Schröder, haben sich alle verabredet, sie wollen 3% ihres Bruttoinlandsprodukts für Forschung ausgeben. Heute finden Sie in der Europäischen Union Länder, die geben 0,9% aus. Deutschland ist nah an den 3%.
Südkorea gibt jedes Jahr 4% seines Bruttoinlandprodukts für Forschung aus. Wenn das über Jahre und Jahrzehnte so geht, glauben Sie, die Menschen sind in Südkorea dümmer als wir? Dann werden sie besser sein. Und der Bedeutungsverlust, der hängt sehr stark auch mit der ökonomischen Stärke zusammen. Und deshalb, wenn wir unseren Jugendlichen Chancen geben wollen, dann müssen wir zukunftsfähige Arbeitsplätze haben, an denen man was Interessantes produziert. Denn im Wettlauf um die billigsten Löhne wollen wir ja nicht erfolgreich sein, sondern wir wollen über gute Arbeitsplätze erfolgreich sein. Ist es dann letztlich die Angst vor einem weiteren Abstieg, vor einem weiteren Bedeutungsverlust, vor einem Wohlstandsverlust, der Europa in Zukunft zusammenschweißen wird und zu weiterer Einigkeit anspornen muss? Na, Angst ist ja immer ein ganz schlechter Ratgeber. Es müsste die gemeinsame Überzeugung sein, dass wir was können, dass wir tolle Gesellschaftsordnung haben, dass wir demokratisch leben, dass wir frei leben und dass wir unsere Kraft darauf einsetzen müssen, mit anderen in einen fairen Wettbewerb zu treten. Und ich bin ganz fest überzeugt, Europa kann das. Aber wir haben keinen Rechtsanspruch darauf, führend in der Weltgeschichte zu sein. Den kannst du nirgends festschreiben, diesen Rechtsanspruch. Kita-Platz klappt noch, aber Sie sprachen von der ökonomischen Bedeutung. Wie ist es denn mit der demografischen Bedeutung? Sie sprechen ja immer davon, dass Europa irgendwann in so und so vielen Jahren nur noch 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Das ist doch auch ein großer Bedeutungsverlust letztendlich für Europa. Ja, wir sind heute noch 7%, gut 7% der Weltbevölkerung. Wir haben 25% der Wirtschaftsleistung der Welt und wir haben ungefähr die Hälfte der Sozialausgaben der Welt. Und wenn wir das weiter so halten wollen, dann müssen wir ziemlich innovativ sein und kreativ. Und wir werden angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, 2050 wird es 9 Milliarden Menschen auf der Welt geben und Europa wird bevölkerungsmäßig nicht groß wachsen. Das heißt, der Anteil an der Bevölkerung sinkt. Und wenn wir weiter 25% der Wirtschaftskraft der Welt haben wollen, müssen wir uns eben anstrengen. Und das wird auch sehr schwierig sein. Und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht, wir können ja nur das ausgeben, das haben wir jetzt ja bitter erfahren in der Eurokrise, was wir auch irgendwo verdienen. Denn sonst steigt die Verschuldung und dann gibt es plötzlich keine Investoren mehr, die Interesse daran haben, Staatsanleihen bestimmter Länder zu kaufen. Und deshalb ist auch das, was jetzt immer mit Austerität bezeichnet wurde, es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie in einer Art und Weise spart, die nicht angenehm ist, sondern es geht darum, dass wir lernen müssen, und das müssen wir ja in Deutschland auch, dass wir mit dem, was wir verdienen und einnehmen, auch wirklich auskommen. Und da ist die Situation so, dass ich sehr froh bin, dass wir nächstes Jahr wenigstens mal einen strukturell ausgeglichenen Haushalt avisieren können. Und da müssen andere auch hin, weil wir ansonsten nicht das Vertrauen bekommen werden auf der Welt, was notwendig wäre. Frau Bundeskanzlerin, diese Sendung geht allmählich zu Ende. Ab morgen sind Sie quer durch Deutschland dann auf Wahlkampftour unterwegs. Zuerst, glaube ich, in Hessen, dann in Ludwigshafen. Als Kanzlerin müssen Sie nicht mehr, wie das frühere Bundeskanzler tun mussten oder auch gerne taten, mit der Bahn fahren. Ist ja auch gut, könnte ja sein, dass Sie auf dem Weg nach Ludwigshafen in Mainz umsteigen müssten. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für viele Menschen. Ich bin sehr froh, dass die Deutsche Bahn AG heute sich zusammengesetzt hat und sich mit aller Ernsthaftigkeit der Sache angenommen hat. Es zeigt, wie dünn die Fachkräftebasis in dem Bereich ist und die Personaldecke. Und ich kann nur unterstützen und unterstreichen, dass hier was unternommen werden muss. Die Bahn ist für viele Menschen lebenswichtig für die Ausübung ihres Berufs. Und deshalb halte ich das für ein sehr ernstes Problem. Sind da in der Vergangenheit oder in jüngster Zeit auch politische Weichen falsch gestellt worden? Nach allem, was ich mir habe sagen lassen, geht es jetzt gar nicht vordergründig um Geld, was die Bahn nicht hätte. Ich halte aber jetzt auch nichts davon, dass wir uns jetzt gegenseitig da die Schuld in die Schuhe schieben. Die Bundesregierung wird, wenn sie etwas tun kann, etwas tun. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass ausgebildetes Personal da ist und dass man daran arbeitet, diese Personaldecke so auszustatten, dass auch in Krankheits- und Urlaubsfällen nicht jedes Mal Tausende von Menschen leiden müssen. Frau Bundeskanzlerin, die Zeit ist um. Eine Stunde wie im Fluge vergangen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Forum Politik von Phoenix und Deutschlandfunk. Das nächste Forum Politik sehen Sie am 30. August mit Peer Spalmburg. Vielen Dank. Danke. Das war eine Punktlandung hier.
Und damit haben sich natürlich sowohl die Möglichkeiten der Kontrolle vergrößert, aber es haben sich auch die Möglichkeiten derjenigen vergrößert, die unserer demokratischen Rechtsordnung etwas Böses zufügen wollen. Und wir müssen natürlich wehrhaft sein können, auch als Demokratien. Und damit müssen auch die Kontrollmöglichkeiten erweitert werden. Das Internet ist viel leichter zugänglich, als das früher bestimmte Möglichkeiten der Geheimdienstarbeit waren. Und insofern muss auch das Parlament mehr Möglichkeiten bekommen, hier zuzugreifen. Das wird sicherlich auch ein Umdenken bei den Beschäftigten bei den Geheimdiensten mit sich bringen. Denn sozusagen das Wort insinuiert ja so, was ich mache, geht erstmal keinen was an. Und ich finde, wir müssen zwei Dinge machen. Wir müssen A sagen, wir brauchen Geheimdienste und damit den Beschäftigten dort auch ein gewisses Selbstbewusstsein geben. Und B sagen, ihr seid nicht außerhalb der demokratischen Rechtsordnung, sondern ihr seid auch dafür verpflichtet, soweit das eure Arbeit zulässt, bestimmte Dinge auch transparent zu machen, Arbeitsmethoden zu erläutern, damit da sozusagen mehr Einsicht auch gewährt wird. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Jetzt reden die Geheimdienstchefs zunächst miteinander. Wann greifen Sie das nächste Mal ein? Wann werden Sie das nächste Mal mit Obama darüber sprechen? Wo ist für Sie das Forum und was werden Sie als nächstes dafür tun, um den Schutz von Rechten deutscher Bürger und Unternehmen im Internet zu gewährleisten? Ja, es gibt ja, ich sagte ja schon, es gibt ganz verschiedene Aspekte. Der Kanzleramtsminister kontrolliert die Arbeit der Dienste. Die Dienste sprechen, die werden sozusagen über den Kanzleramtsminister wiederum kontrolliert. Der berichtet dann dem parlamentarischen Kontrollgremium und ich werde natürlich über die wesentlichen Züge auch informiert, genauso wie der amerikanische Präsident natürlich. Wir müssen aber über weitere Dinge sprechen. Ich habe gesprochen, wir müssen über Datenschutz in Europa sprechen. Es wird zurzeit zwischen der Europäischen Kommission und den Vereinigten Staaten von Amerika ein Datenschutzabkommen verhandelt. Die Verhandlungen gestalten sich sehr schwierig, weil auch hier sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Maß an Datenschutz vorhanden sind. Diese Verhandlungen muss man beschleunigen. Und wir haben die ganze Diskussion hat nochmal eins schlaglichartig klar gemacht. Die europäischen Fähigkeiten sind nicht besonders hoch im Bereich des gesamten Internets. Wir haben uns mal entschlossen, mit Airbus ein Flugzeug bauen zu können, was so gut ist wie die Flugzeuge, die bei Boeing gebaut werden. Wir haben oder arbeiten noch daran, nicht allein von GPS, einem amerikanischen System abhängig zu sein, sondern mit Galileo ein europäisches System zu entwickeln. Und wir werden uns die Frage stellen müssen, was wollen wir in Europa eigentlich können, um überhaupt die Technologien des Internets zu verstehen. Es gibt zum Beispiel, wenn man diese Datenübermittlung über die Glasfaserkabel verfolgt, da braucht man sogenannte Router. Und an den großen Datenschutz... Genau rein, was sagen Sie da? Ja, die Bayern haben Landtagswahl und sie haben für sich einen Bayern-Plan aufgestellt. Ja, also es gab zu jeder Bundestagswahl, glaube ich, auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, immer Nuancen in den Programm von CDU und CSU und in den Jahren, in denen es auch noch eine Landtagswahl in Bayern gab, gab es schon viel gravierendere programmatische Unterschiede. Horst Seehofer hat das auch nicht am letzten Wochenende zum ersten Mal gesagt, sondern er hat das schon mehrfach in den letzten Monaten gesagt. Wir haben auch darüber gesprochen intern und die bayerischen Vorstellungen unterscheiden sich hier von meinen Vorstellungen. Und jetzt führen wir keine Koalitionsverhandlungen, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass wir überhaupt in die Lage kommen, miteinander Koalitionsverhandlungen. Aber es fängt ja eigentlich schon wieder an, wie es das letzte Mal. Das letzte Mal hat die CSU Ihnen den Bonus bei der Hoteliersbesteuerung aufgedrückt. Jetzt müssen Sie Seehofer die PKW-Maut geben, damit er Ihnen nicht von der Stange geht. Naja, also beim letzten Mal waren zwei von den drei Parteien davon überzeugt, dass die Ermäßigung bei der Hotelsteuer wichtig ist. FDP und CSU wollten das. Und die CDU hat das im Sinne des Kompromisses dann mitgemacht. Es gab in der CDU starke Bestrebungen. Es haben nämlich, ich habe es jetzt vergessen, 17 von 27 Ländern in Europa eine solche ermäßigte Mehrwertsteuer. Und wir sind umgeben von Ländern, von der Tschechischen Republik über Österreich bis Frankreich, wo solche Steuererleichterungen da sind. Und die Art und Weise, wie das zum Teil bei uns diskutiert wurde, entsprach also auch wirklich zumindest nicht denjenigen, die den Interessen, die im Tourismus wirklich weit verbreitet sind. Aber dennoch ist das Verhältnis mit Seehofer ja kein leichtes. Sie haben auf dem letzten
CDU-Parteitag gesagt, dass sie da einer Satire-Sendung zustimmen würde, die da sagte, der liebe Gott hat die FDP erfunden, um die CDU zu prüfen. Das könnte man doch eigentlich auch auf die CSU anwenden, oder? Na, da ist schon noch ein kleiner Unterschied. Wir sind Schwestern, wie man so schön sagt, CDU und CSU. Und die Union ist ohne CSU nicht regierungsfähig. Und die CSU hat über die Jahrzehnte, in der es die Bundesrepublik Deutschland gibt, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die CDU Bundeskanzler stellen konnte. Und wir haben zum Teil unterschiedliche Meinungen. Aber in den ganz wesentlichen Fragen stimmen wir sehr gut überein. Und Sie wollten doch auch scharfe Kante und ein bisschen Unterschied. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen und mit Schwarz-Gelb weiter regieren können, dann ist die Regierungsmehrheit trotzdem immer noch eine halbe. Denn im Bundesrat hat seit diesem Frühjahr die Opposition die Mehrheit. Und das wird Sie so oder so in der nächsten Koalition dazu zwingen, in allen wichtigen Fragen faktisch mit einer großen Koalition weiter zu regieren. Ja, das zu tun, damit wir in der Wahl möglichst gut abschneiden. Ich habe aber vielfach gesagt, dass ich die Arbeit von Thomas de Maizière sehr, sehr schätze. Es ging bei der Untersuchung hier nicht um eine Drohne, die bewaffnet ist, die also Tötung vornehmen kann, sondern um Aufklärungsdrohnen. Da will ich auch sagen, dass die Aufklärungsdrohnen von der Bundeswehr in Afghanistan zum Beispiel verwendet werden und sehr hilfreiche Dienste tun. Und hier ging es um ein militärisches Entwicklungsprojekt. Es war noch gar kein Beschaffungsprojekt, ein Entwicklungsprojekt. Und dieses Entwicklungsprojekt ist auf Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen worden, weil man Schwierigkeiten gesehen hat, die man für nicht mehr überwindbar hielt. Daraus hat sich eine Diskussion ergeben. Das ist total legitim. Ich glaube, da sind die Fragen jetzt auch alle beantwortet. Der Verteidigungsausschuss hat die Eigenschaft, sich selber zum Untersuchungsausschuss machen zu können, weil es hier öfter auch Fragestellungen gibt, die sehr wichtig sind. Und insofern, glaube ich, haben wir da die Klärung herbeigeführt. Mhm. Frau Bundeskanzlerin, mit Thomas de Maizière ist jetzt nach diesem Sommer jedenfalls einer der wichtigsten Politiker in Ihrem Kabinett, der auch immer schon als möglicher Nachfolger gehandelt wurde, angeschlagen. Er selber hat gesagt, er hat ein blaues Auge. Sie haben im Lauf der Legislaturperiode andere wichtige Politiker verloren, die mal in ihre Fußstapfen hätten treten können, vielleicht auch wollen. Guttenberg, Röttgen, ihre enge Vertraute Schawan haben sie durch ihren Rücktritt verloren. Das kann für eine Partei auch mal gefährlich werden. Sie haben gesagt, Sie wollen bis 2017 Kanzlerin bleiben, aber dann wird sich in dieser Wahlperiode irgendwann mal die Frage stellen, wann, wie wollen Sie Ihre Nachfolge eigentlich mal regeln? Ich beschäftige mich mit den Sachen, die mich was angehen. Und das heißt, wenn ich Bundeskanzlerin bin, muss ich vernünftig und gut regieren. Ich möchte das weitere 4 Jahre tun. Damit bin ich total voll beschäftigt. Und ich würde mal sagen, es hat sich schon immer noch jemand gefunden, der was werden wollte in Deutschland. Ich mache mir echt andere Sorgen um Deutschland als um die Frage, dass wir irgendwann. Aber noch mal kurz nachgefragt, Sie sagten gerade, Sie wollen 4 Jahre dann auch bei einem möglichen Wahlsieg weiter regieren. Es gab ja Spekulationen, dass Sie diese Legislaturperiode gar nicht ganz voll machen wollen. Ja, wir sind ein freies Land. Ich kann niemanden abhalten. Die Menschen, die das geschrieben haben, haben mich nicht gefragt. Als es geschrieben war, habe ich gesagt, ja, na genau. Und jetzt wiederhole ich gerne, selbstverständlich trete ich für eine volle Legislaturperiode an. Sie wollen mit der FDP weiter regieren. Warum setzen Sie eigentlich so auf dieses schwarz-gelbe Bündnis, das oft so schwierig war? Der Anfang ist verstolpert gewesen. Die FDP hat ihren eigentlichen Wunschpartner Guido Westerwelle selbst abgesägt. Dessen Nachfolger Philipp Rösler hat sie bei der Wahl des Bundespräsidenten öffentlich zuerst vorgeführt und dann als Frosch verspottet. Große Reform, Siegfried. Denken Sie dann an Putin und Obama oder ist die Politik dann ganz weit weg? Nein, dann denke ich an Musik und an die Inszenierung. Und da es eine neue Ring-Inszenierung war, hatte man auch genug aufzupassen. Sie haben diese neue Inszenierung von Frank Castorf fast bis zum Ende angeschaut. Den letzten Teil, die Götterdämmerung, haben Sie ausgelassen. War Ihnen das Thema dann so kurz vor der Bundestagswahl nicht so recht? Nee, das hatte andere Gründe, terminliche Gründe. Denn ich wollte noch ein paar Tage in Bergen verbringen und dazwischen Siegfried und der Götterdämmerung dann immer noch mal ein Ruhetag ist, hat sich das zu lange hingezogen. Ich hätte gerne sonst auch die Götterdämmerung noch gehört. Es ist ein bisschen schwierig, nach
drei Teilen dann sozusagen aufzuhören. Aber das muss ich dann nochmal nachholen. Für die Götterdämmerung gibt es noch andere Gelegenheiten. Ja, das... Ich sag nochmal, ich hätte es mir gern angeschaut als Ganzes. Wenn man Bayreuth so ein bisschen auch von außen betrachtet, dann ist das ja doch ein sehr westdeutsches und sehr gesellschaftliches Ritual dort. Was fasziniert Sie denn an Bayreuth auch jenseits des Musikgenusses? Na, ich finde Musikfestspiele insgesamt für Menschen wie mich eigentlich sehr hilfreich, weil man sich nicht aus der Arbeitsatmosphäre dann irgendwie schnell noch in die Oper begibt, sondern auch am Tag schon ein bisschen vorbereiten kann, einstimmen kann. Das gilt für Wagner-Opern nun ganz besonders, weil die ja auch relativ lang sind. Was heißt denn einstimmen? Wie stimmt man sich denn auf so eine Oper ein? Man kann morgens noch sich ein bisschen bewegen, man kann in Ruhe frühstücken, man kann dann vielleicht noch ein bisschen im Text lesen und sich noch mal vergewärtigen, was man dazu zu wissen sollte. Ich lese zum Beispiel immer gerne, manchmal höre ich es auch von Herrn Wabnewski, der ja den ganzen Ring besprochen hat, dann die Beschreibungen und Ähnliches. Also man bereitet sich ein bisschen vor und ist dann eingestimmt auf das Kunstwerk. Und bei Wagner sind ja sowohl Text als auch Musik anspruchsvoll. Und insofern hilft mir das und ich habe die notwendige innere Ruhe dazu. Hatten Sie im Urlaub auch ein bisschen Zeit zu lesen, neben Wagner? Wenig diesmal. Sehr, sehr wenig. Also, wollten Sie wissen, was ich gelesen habe, oder wie? Können wir ja gleich zum Punkt kommen. Also das Einzige, was ich gelesen habe, ist ein Gesprächsband zwischen dem Papst Franziskus und einem jüdischen Rabbiner, der vor Jahren, als er noch in Argentinien Kardinal war, wo sie über verschiedene Aspekte des Lebens gesprochen haben. Also ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, einen ganzen dicken Roman oder Ähnliches zu lesen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben... Wollte eigentlich das Buch 1913 noch lesen, aber... ...ankündigt, Deutschland wird etwas zurückgeben müssen, was es im Augenblick an der Krise auch verdient. Also ich glaube, dass wir schon eine ganze Menge auch zurückgegeben haben. Wir haben ja nun an allen Rettungsprogrammen mitgearbeitet. Es geht natürlich darum, dass wir Solidarität zeigen, aber ich sage Ihnen auch, wenn ich Bundeskanzlerin bin und als ich jetzt europäische Politik zu verantworten hatte und wenn ich sie in Zukunft gerne weiter verantworten möchte, dann werde ich darauf achten, dass die Solidarität auch zu Ergebnissen führt. Es hat doch keinen Sinn, wenn sich strukturell nichts verändert, wenn ich meine Solidarität einfach dafür ausgebe, dass wir jetzt mal schön solidarisch miteinander sind. Wenn die Wirtschaftssysteme nicht effizient werden, können wir so lange solidarisch sein, bis wir alle gemeinsam schwach sind. Ich möchte ein starkes Europa. Ich möchte ein Europa, in dem nicht in 30 Jahren man aus China kommt, um mal zu gucken, wo Beethoven geboren wurde und Goethe gelebt hat, sondern ich möchte ein Europa, wo man sich interessante, spannende Sachen anschaut. Darum geht es, um ein starkes, kräftiges Europa. Starkes, kräftiges Europa, ist es das, was Europa dann zusammenschweißen soll, auch in Zukunft? Ich meine, es geht ja jetzt nicht mehr darum, eine Friedensordnung zu haben, sondern es geht doch eigentlich darum, dass Europa sich auch in dieser globalen Welt irgendwo ja einen Bedeutungsverlust gegenüber sieht und darauf auch entsprechend reagieren muss. Ja, es geht natürlich auch um den Frieden. Das ist für uns jetzt Gott sei Dank schon selbstverständlich geworden. Aber ein Blick Richtung Syrien oder anderswo zeigt uns ja, dass diese Selbstverständlichkeit auch jeden Tag wieder erarbeitet werden muss. Aber Sie sagen selber, es gibt einen Bedeutungsverlust. Wo kommt der denn her? Der Bedeutungsverlust kommt einerseits daraus, dass wir uns in manchen Fragen nicht ganz einig sind, was zum Beispiel außenpolitische Fragen anbelangt. Da werden wir schrittweise besser werden. Das ist auch mehr Europa. Wir haben jetzt die erste Periode, in der es eine gemeinsame Außenbeauftragte gibt für Europa. Da sind manche Sachen gut gelungen, andere Sachen noch nicht so gut gelungen. Das ist vollkommen richtig. Aber der Bedeutungsverlust kommt doch auch daher, wir haben darüber gesprochen, dass wir eben in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen nicht mehr an führender Stelle sind. Und wenn zu viele Länder in Europa diese Situation haben, wenn wir zu wenig in Forschung und Bildung investieren. Europa hat mal im Jahr 2000 unter dem Bundeskanzler Schröder, haben sich alle verabredet, sie wollen 3% ihres Bruttoinlandsprodukts für Forschung ausgeben. Heute finden Sie in der Europäischen Union Länder, die geben 0,9% aus. Deutschland ist nah an den 3%. Südkorea gibt jedes Jahr 4% seines Bruttoinlandsprodukts für Forschung aus. Wenn das über Jahre und Jahrzehnte so geht, glauben Sie, die Menschen sind in Südkorea dümmer als wir? Dann werden sie besser sein. Und der Bedeutungsverlust, der hängt sehr stark auch mit der ökonomischen Stärke zusammen.
Und das deshalb, wenn wir unseren Jugendlichen Chancen geben wollen, dann müssen wir zukunftsfähige Arbeitsplätze haben, an denen man was Interessantes produziert. Denn im Wettlauf um die billigsten Löhne wollen wir ja nicht erfolgreich sein, sondern wir wollen immer gute. Denn im Bundesrat hat seit diesem Frühjahr die Opposition die Mehrheit. Und das wird sie so oder so in der nächsten Koalition dazu zwingen, in allen wichtigen Fragen faktisch mit einer großen Koalition weiter zu regieren. Ja, das ist in Deutschland sehr häufig so gewesen. Das macht auch die Stabilität Deutschlands aus. Das macht aber zum Teil eben auch die Mühseligkeit aus, Kompromisse zu erarbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir in sehr, sehr vielen grundsätzlichen Fragen Einigkeit erzielen konnten. Das letzte Beispiel zum Beispiel war, dass es eine große gemeinsame Kraftanstrengung im Blick auf die Bewältigung der Schäden der Flut gegeben hat. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man in so einer Naturkatastrophe in einem Jahr, wo die Wahlen unmittelbar vor der Tür stehen, keiner sich angeschickt hat, da sein politisches Süppchen zu kochen, sondern Bund und Länder 50-50 sich die Lasten geteilt haben und gesagt haben, wir helfen mit 8 Milliarden Euro bei der Bewältigung der Flut. Wir werden das morgen im Kabinett die Verordnung verabschieden. Es wird am Freitag eine Sondersitzung des Bundesrates geben. Und dann werden die Menschen ihr Geld bekommen. Und ich habe in allen wichtigen Fragen, auch wenn es um die Rettung des Euro ging oder andere Fragen, haben wir eigentlich, egal wie die parteipolitischen Zusammensetzungen waren, immer einen Weg gefunden, dass das, was wesentlich für Deutschland war, funktioniert hat. Und das, finde ich, ist ein absolutes Gütesiegel für unser Land. Und viele beneiden uns darum, dass wir dazu in der Lage sind. Wenn Sie sagen, dass bei diesen großen Fragen an einem Strang gezogen wird und viele Deutsche vielleicht auch schon davon ausgehen, dass es eine große Koalition geben kann nach diesen Wahlen. Was ist denn dann so schlimm an einer großen Koalition? Ich sage ja nicht, dass etwas schlimm ist. Ich habe ja 4 Jahre eine große Koalition geführt. Es ist nicht das Ziel der wahlkämpfenden Parteien. Es ist weder mein Ziel, noch ist das, wenn ich das richtig verfolge, das Ziel der SPD. Und deshalb werben wir für andere Konstellationen. Ich glaube auch, dass das Wechselspiel von starker Opposition im Bundestag und einer Regierung immer ein belebendes Element ist. Und ich habe auf meinem Schreibtisch immer so ein Packen Agenturmeldungen liegen, schon seit fast 4 Jahren jetzt, wo über die Große Koalition geschrieben wurde. Wie schrecklich das war, dass wir keine Aufgabe mehr hatten und dass jetzt eigentlich der gemeinsame Vorrat erschöpft ist und so weiter. Also es war nicht so toll, die Beschreibung in der Realzeit der Großen Koalition, dass man nun sagen könnte, damals wäre es überhaupt so gewesen, dass alles in Butter war. Wir haben uns viel behakt und die Unterschiede, die programmatischen, waren viel größer als die, die jetzt in einer christlich-liberalen Koalition zu überbrücken sind. Trotzdem rechnen zumindest nach Umfragen ja viele oder die meisten Wähler damit, wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, dann läuft das ganz automatisch auf eine große Koalition zu und das ist auch ganz okay so. Aber Boden gilt deutsches Recht. Wir haben dann, und darüber hat der Kanzleramtsminister gestern berichtet, sind wir allen Vorwürfen nachgegangen, die im Raume standen. Und das, was da an Erkenntnissen da ist, sowohl aus unseren eigenen Recherchen als auch aus den Gesprächen, sowohl mit den Briten als auch mit den Amerikanern, mit den Vertretern der NSA, sagt, dass die uns bestätigen, dass sie sich an deutsches Recht halten und dass die Datenübertragungen, die stattfinden, auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem BND und der NSA, das im Jahre 2002 und dann folgenden Jahre geschlossen wurde. Wir haben gleichzeitig, weil man ja auch noch anderes gelesen hat, alle, die Internetknotenpunkte betreiben oder mit diesen arbeiten, gefragt, gebt ihr Daten an andere Regierungen oder haltet ihr euch an das deutsche Recht? Und wir haben von allen die Bestätigung bekommen, dass sie das tun. Dennoch bleibt natürlich ein Punkt, der über diese Frage deutsches Recht auf deutschem Boden hinausgeht. Da haben wir das, was wir im Augenblick erforschen können, erforscht. Und das ist der Punkt, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen über Datenschutz in der Welt gibt. Und insofern haben Sie recht, das ist genau ein solcher Punkt. Schon zwischen Großbritannien und Deutschland gibt es eine sehr unterschiedliche Vorstellung. Die ganze Frage der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ist eine sehr kontrovers diskutierte Frage innerhalb der Europäischen Union. Und es gibt Länder, die haben überhaupt gar keine Mühe damit.
das flächendeckend sozusagen zu erfassen, die Kommunikation. Und es gibt Länder wie in Deutschland, da ist darüber eine sehr schwierige und auch kontroverse Diskussion. Deshalb haben wir das zum Beispiel auch diese Richtlinie im Augenblick nicht umgesetzt. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es wieder eine andere Rechtslage. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen jetzt auch diese Diskussion zum Anlass, zu sagen, wir brauchen in einem europäischen Binnenmarkt im Grunde auch eine gemeinsame Vorstellung davon, wie der Datenschutz geregelt sein sollte. Das ist nicht ganz einfach. Und dazu soll nach deutscher Vorstellung, und glücklicherweise hat sich Frankreich dem angeschlossen, auch gehören, dass Internetfirmen, die in Europa operieren und sagen, wenn sie Daten an andere Regierungen geben. Darüber gibt es aber auch in Europa noch keine Einigung, aber die Bundesregierung wird sich mit Nachdruck genau dafür einsetzen. Nun hat der Kanzleramtschef Profiler gestern angekündigt, dass ein Antispionageabkommen geschlossen werden soll und damit sind nun ausgerechnet die Geheimdienste beauftragt. Macht man da nicht so ein bisschen den Bock zum Gärtner? Ich will vielleicht noch mal sagen, dass Geheimdienste eine wichtige Funktion in jedem unserer Länder haben. Paare, Ihre Politik hebt eigentlich das auf, was Politik ausmacht im Kern, nämlich die Polarisierung, die scharfen Abgrenzungen zwischen den Parteien, den harten, kämpferischen Streit um das, was für die Gesellschaft richtig ist. Ja, aber wenn ich zu bestimmten Überzeugungen komme, dann kann ich doch nicht 4 Jahre warten, damit ich mir alles dann in petto halte für einen scharfen Wahlkampf. Ich muss doch das, was anliegt, was zu regeln ist, das muss ich doch in den 4 Jahren regeln und dann muss ich sagen, was möchte ich in den nächsten 4 Jahren machen. Und ich weiß auch gar nicht, woher diese These kommt, es gebe diesmal keine scharfen Kontroversen. Ich kann Ihnen vom Bundespräsidenten, ich kann Ihnen viele Kontroversen sagen. Der Bundespräsident hat uns ermutigt, deutlich zu sagen, wo die Unterschiede liegen. Und wir können das doch machen. Wir können über die Steuerpolitik reden, da gibt es ganz klare Unterschiede. Wir können über die Frage reden von auch Vorstellungen über den Mindestlohn. Da gibt es bei allem Übereinstimmung, dass man einen Mindestlohn haben sollte, sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Es gibt in der Europapolitik eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorstellungen. Und wenn es mal gleiche Vorstellungen gibt zwischen den Parteien, dann muss das ja nicht schlecht sein. Wir leben in einer globalen Welt. Das deutsche Grundgesetz, unsere Verfassung wurde auch mal mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Es sind über Jahrzehnte alle Sozialreformen gemeinsam beschlossen worden. Die Rentenreform, die Gesundheitsreform. Und das war eigentlich immer die stabilste Lösung, wenn man das gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Menschen draußen sehnen sich nicht danach, unentwegt nur Unterschiede zu hören. Sie wollen ihre Probleme gelöst bekommen. Und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Parteien, wie man das tut. Und darüber muss man dann reden. Und dazu sitzen wir ja vielleicht auch hier. Wenn man sich diesen Wahlkampf betrachtet, dann hat man aber nicht den Eindruck, dass es wirklich um Sachthemen in diesem Wahlkampf geht, sondern viele Leute schauen eben auch auf die Personen oder sehr stark auf die Personen. Woran liegt das? Ich glaube schon, dass es um Sachthemen geht. Also da würden Sie uns alle sehr enttäuschen, also nicht nur mich als CDU-Vorsitzende, sondern auch alle Mitbewerber im Deutschen Bundestag. Natürlich guckt man sich an, welchen Personen traut man was zu, wie kann man sie sich in bestimmten Rollen und Aufgaben vorstellen. Das ist ja auch normal, das ist auch nicht ganz neu in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das hat bei Konrad Adenauer schon so angefangen. Das hat auch eine Rolle gespielt, als Willy Brandt und Helmut Schmidt Bundeskanzler waren. Also ich weiß gar nicht, wonach wir uns immer, oder manchmal weiß ich nicht, wonach die Sehnsucht besteht. Und lesen Sie, ich weiß nicht, Sie lesen doch auch Zeitung, es ist doch den ganzen Tag voll von Kontroverse. Trotzdem gibt es eine Beobachtung, dass die Parteien an Profil verlieren. Die Parteien ringen darum und auch ihre eigene Partei hat sich ja mit dieser Diskussion immer wieder beschäftigen müssen. Die CDU verdaut sozusagen und verinnerlicht das ganze Spektrum von allen Themen, die in der Gesellschaft da sind und viele vermissen dann das klare Profil, das sie eben aus früheren Parteien von ihrer Partei kennen. Das geht auch anderen Parteien so. Also erstens sind wir eine Volkspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Ihre Politik hebt eigentlich das auf, was Politik ausmacht im Kern, nämlich die Polarisierung, die scharfen Abgrenzungen zwischen den Parteien, den harten, kämpferischen Streit um das, was für die Gesellschaft richtig ist. Ja, aber wenn ich zu bestimmten Überzeugungen komme, dann kann ich doch nicht 4 Jahre warten, damit ich mir alles dann in petto halte für einen scharfen Wahlkampf.
Ich muss doch das, was anliegt, was zu regeln ist, das muss ich doch in den 4 Jahren regeln. Und da muss ich sagen, was möchte ich in den nächsten 4 Jahren machen. Und ich weiß auch gar nicht, woher diese These kommt, es gebe diesmal keine scharfen Kontroversen. Ich kann zum Beispiel vom Bundespräsidenten. Ich kann Ihnen viele Kontroversen sagen. Der Bundespräsident hat uns ermutigt, deutlich zu sagen, wo die Unterschiede liegen. Und wir können das doch machen. Wir können über die Steuerpolitik reden, da gibt es ganz klare Unterschiede. Wir können über die Frage reden von auch Vorstellungen über den Mindestlohn. Da gibt es bei allem Übereinstimmung, dass man Mindestlohn haben sollte, sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Es gibt in der Europapolitik eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorstellungen. Und wenn es mal gleiche Vorstellungen gibt zwischen den Parteien, da muss das ja nicht schlecht sein. Wir leben in einer globalen Welt. Das deutsche Grundgesetz, unsere Verfassung wurde auch mal mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Es sind über Jahrzehnte alle Sozialreformen gemeinsam beschlossen worden. Die Rentenreform, die Gesundheitsreform. Und das war eigentlich immer die stabilste Lösung, wenn man das gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Menschen draußen sehen sich nicht danach, unentwegt nur Unterschiede zu hören. Sie wollen ihre Probleme gelöst bekommen. Und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Parteien, wie man das tut. Und darüber muss man dann reden. Und dazu sitzen wir ja vielleicht auch hier. Wenn man sich diesen Wahlkampf betrachtet, dann hat man aber nicht den Eindruck, dass es wirklich um Sachthemen in diesem Wahlkampf geht, sondern viele Leute schauen eben auch auf die Personen oder sehr stark auf die Personen. Woran liegt das? Ich glaube schon, dass es um Sachthemen geht. Also da würden Sie uns alle sehr enttäuschen, also nicht nur mich als CDU-Vorsitzende, sondern auch alle Mitbewerber im Deutschen Bundestag. Natürlich guckt man sich an, welchen Personen traut man was zu, wie kann man sie sich in bestimmten Rollen und Aufgaben vorstellen. Das ist ja auch normal, das ist auch nicht ganz neu in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das hat bei Konrad Adenauer schon so angefangen. Das hat auch eine Rolle gespielt, als Willy Brandt und Helmut Schmidt Bundeskanzler waren. Also ich weiß gar nicht, wonach wir uns immer, oder manchmal weiß ich nicht, wonach die Sehnsucht besteht. Und lesen Sie, ich weiß nicht, Sie lesen doch auch Zeitung, es ist doch den ganzen Tag voll von Kontroverse. Trotzdem gibt es eine Beobachtung, dass die Parteien an Profil verlieren. Die Parteien ringen darum und auch ihre eigene Partei hat sich ja mit dieser Diskussion immer wieder beschäftigen müssen. Die CDU verdaut sozusagen und verinnerlicht das ganze Spektrum von allen Themen, die in der Gesellschaft da sind, und viele vermissen dann das klare Profil, das sie eben aus früheren Parteien von ihrer Partei kennen. Das geht auch anderen. Es wird Menschen auf der Welt geben und Europa wird bevölkerungsmäßig nicht groß wachsen. Das heißt, der Anteil an der Bevölkerung sinkt. Und wenn wir weiter 25% der Wirtschaftskraft der Welt haben wollen, müssen wir uns eben anstrengen. Und das wird auch sehr schwierig sein. Und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht, wir können ja nur das ausgeben, das haben wir jetzt ja bitter erfahren in der Eurokrise, was wir auch irgendwo verdienen. Denn sonst steigt die Verschuldung und dann gibt es plötzlich keine Investoren mehr, die Interesse daran haben, Staatsanleihen bestimmter Länder zu kaufen. Und deshalb ist auch das, was jetzt immer mit Austerität bezeichnet wurde, es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie in einer Art und Weise spart, die nicht angenehm ist, sondern es geht darum, dass wir lernen müssen, und das müssen wir in Deutschland auch, dass wir mit dem, was wir verdienen und einnehmen, auch wirklich auskommen. Und da ist die Situation so, dass ich sehr froh bin, dass wir nächstes Jahr wenigstens mal einen strukturell ausgeglichenen Haushalt avisieren können. Und da müssen andere auch hin, weil wir ansonsten nicht das Vertrauen bekommen werden auf der Welt, was notwendig wäre. Frau Bundeskanzlerin, diese Sendung geht allmählich zu Ende. Ab morgen sind Sie quer durch Deutschland dann auf Wahlkampftour unterwegs. Zuerst, glaube ich, in Hessen, dann in Ludwigshafen. Als Kanzlerin müssen Sie nicht mehr, wie das frühere Bundeskanzler tun mussten oder auch gerne taten, mit der Bahn fahren. Ist ja auch gut. Könnte ja sein, dass Sie auf dem Weg nach Ludwigshafen in Mainz umsteigen müssten. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für viele Menschen. Ich bin sehr froh, dass die Deutsche Bahn AG heute sich zusammengesetzt hat und sich mit aller Ernsthaftigkeit der Sache angenommen hat. Es zeigt, wie dünn die Fachkräftebasis in dem Bereich ist und die Personaldecke. Und ich kann nur unterstützen und unterstreichen, dass hier was unternommen werden muss. Die Bahn ist für viele Menschen lebenswichtig für die Ausübung ihres Berufs. Und deshalb halte ich das für ein sehr ernstes Problem. Sind da in der Vergangenheit oder in jüngster Zeit auch politische Weichen falsch gestellt worden? Nach allem, was ich mir habe sagen lassen, geht es jetzt gar nicht vordergründig um Geld, was die Bahn nicht hätte. Ich halte aber jetzt auch nichts davon, dass wir uns jetzt gegenseitig da die Schuld in die Schuhe schieben.
es ist, die Bundesregierung wird, was, wenn sie etwas tun kann, etwas tun. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass ausgebildetes Personal da ist und dass man daran arbeitet, diese Personaldecke so auszustatten, dass auch in Krankheits- und Urlaubsfällen nicht jedes Mal Tausende von Menschen leiden müssen. Frau Bundeskanzlerin, die Zeit ist um. Eine Stunde wie im Fluge vergangen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Forum Politik von Phoenix und Deutschlandfunk. Das nächste Forum Politik sehen Sie am 30. August mit Peer Speinburg. Vielen Dank. Danke. Zusammen, dass wir 11 Jahre nicht mehr zusammen regiert hatten, zwischen 1998 und 2009. Und ich glaube, die Vorstellungen voneinander sich schon sehr entfremdet hatten. Und wir haben uns jetzt zusammengerauft. Wir haben für alle wichtigen Fragen gute Lösungen gefunden. Und wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, dann kann man schon sagen, wir sind eine sehr erfolgreiche, ich habe sogar mal gesagt, die erfolgreichste Regierung. Wir haben mehr Beschäftigte, als wir das jemals hatten. Wenn die Situation so ist, dann findet das jeder ganz normal. Wir haben gut florierende Steuereinnahmen, wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Und das sind Dinge, die müssen jeden Tag wieder erarbeitet werden. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Und deshalb halte ich die Kombination mit der FDP bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir auch haben, für die Konstellation, in der wir am besten diese für die Menschen so wichtigen Probleme lösen können. Nun ist dieses Bündnis ja ein Dreierbündnis, also auch die CSU ist mit im Bündnis und Herr Seehofer ist ja durchaus dabei, Sie auch jetzt gerade wieder ein wenig zu ärgern, wenn man das so sieht, dass er sagt, ich eröffne hier schon mal die Koalitionsverhandlungen und sage, da muss die PKW-Maut rein. Was sagen Sie da? Ja, die Bayern haben Landtagswahl und sie haben für sich einen Bayern-Plan aufgestellt. Ja, also es ist, gab zu jeder Bundestagswahl, glaube ich, auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer Nuancen in den Programm von CDU und CSU und in den Jahren, in denen es auch noch eine Landtagswahl in Bayern gab, gab es schon viel gravierendere programmatische Unterschiede. Horst Seehofer hat das auch nicht am letzten Wochenende zum ersten Mal gesagt, sondern er hat das schon mehrfach in den letzten Monaten gesagt. Wir haben auch darüber gesprochen intern und die bayerischen Vorstellungen unterscheiden sich hier von meinen Vorstellungen. Und jetzt führen wir keine Koalitionsverhandlungen, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass wir überhaupt in die Lage kommen, miteinander Koalitionsverhandlungen. Aber es fängt eigentlich schon wieder an, wie ist das letzte Mal? Das letzte Mal hat die CSU Ihnen den Bonus bei der Hoteliersbesteuerung aufgedrückt. Jetzt müssen Sie Seehofer die PKW-Maut geben, damit er Ihnen nicht von der Stange geht. Naja. Also beim letzten Mal waren 2 von den 3 Parteien davon überzeugt, dass die Ermäßigung bei der Hotelsteuer wichtig ist. FDP und CSU wollten das. Und die CDU hat das im Sinne des Kompromisses dann mitgemacht. Es gab in der CDU starke Bestrebungen. Es haben nämlich, ich habe es jetzt vergessen, 17 von 27 Ländern in Europa eine solche ermäßigte Mehrwertsteuer. Und wir sind umgeben von Ländern, von der Tschechischen Republik über Österreich bis Frankreich, wo solche Steuererleichterungen da sind. Und die Art und Weise, wie das zum Teil bei uns diskutiert wurde, entsprach also auch wirklich zumindest nicht denjenigen, die den Interessen, die im Tourismus sagt. Wir haben auch darüber gesprochen intern und die bayerischen Vorstellungen unterscheiden sich hier von meinen Vorstellungen. Und jetzt führen wir keine Koalitionsverhandlungen, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass wir überhaupt in die Lage kommen, miteinander Koalitionsverhandlungen zu führen. Aber es fängt ja eigentlich schon wieder an, wie ist das letzte Mal? Das letzte Mal hat die CSU Ihnen den Bonus bei der Hoteliersbesteuerung aufgedrückt. Jetzt müssen Sie Seehofer die PKW-Maut geben, damit er Ihnen nicht von der Stange geht. Naja. Also beim letzten Mal waren 2 von den 3 Parteien davon überzeugt, dass die Ermäßigung bei der Hotelsteuer wichtig ist. FDP und CSU wollten das. Und die CDU hat das im Sinne des Kompromisses dann mitgemacht. Es gab in der CDU starke Bestrebungen. Es haben nämlich, ich habe es jetzt vergessen, 17 von 27 Ländern in Europa eine solche ermäßigte Mehrwertsteuer. Und wir sind umgeben von Ländern, von der Tschechischen Republik über Österreich bis Frankreich, wo solche Steuererleichterungen da sind. Und die Art und Weise, wie das zum Teil bei uns diskutiert wurde, entsprach also auch wirklich zumindest nicht denjenigen, die den Interessen, die im Tourismus wirklich weit verbreitet sind.
Aber dennoch ist das Verhältnis mit Seehofer ja kein leichtes. Sie haben auf dem letzten CDU-Parteitag gesagt, dass sie da einer Satire-Sendung zustimmen würde, die da sagte, der liebe Gott hat die FDP erfunden, um die CDU zu prüfen. Das könnte man doch eigentlich auch auf die CSU anwenden, oder? Nein, da ist schon noch ein kleiner Unterschied. Wir sind Schwestern, wie man so schön sagt, CDU und CSU. Und die Union ist ohne CSU nicht regierungsfähig. Und die CSU hat über die Jahrzehnte, in der es die Bundesrepublik Deutschland gibt, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die CDU Bundeskanzler stellen konnte. Und wir haben zum Teil unterschiedliche Meinungen, aber in den ganz wesentlichen Fragen stimmen wir sehr gut überein. Und Sie wollten doch auch scharfe Kante und ein bisschen Unterschied. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen und mit Schwarz-Gelb weiter regieren können, dann ist die Regierungsmehrheit trotzdem immer noch eine halbe. Denn im Bundesrat hat seit diesem Frühjahr die Opposition die Mehrheit. Und das wird Sie so oder so in der nächsten Koalition dazu zwingen, in allen wichtigen Fragen faktisch mit einer großen Koalition weiter zu regieren. Ja, das ist in Deutschland sehr häufig so gewesen. Das macht auch die Stabilität Deutschlands aus, das macht aber zum Teil eben auch die Mühseligkeit aus, Kompromisse zu erarbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir in sehr, sehr vielen grundsätzlichen Fragen Einigkeit erzielen konnten. Das letzte Beispiel zum Beispiel war, dass es eine große gemeinsame Kraftanstrengung im Blick auf die Bewältigung der Schäden der Flut gegeben hat. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man in so einer Naturkatastrophe verwendet und sie helfen, Anschläge auf amerikanische Soldaten zu verhindern. Amerikanische Informationen helfen auch, Anschläge auf uns zu verhindern. Und sie helfen, Anschläge auf unsere Soldaten zu verhindern. Und es ist ausdrücklich gesagt worden, dass die Datenübermittlung der Deutschen nicht dazu geeignet ist, sozusagen gezielt dann Tötungen vorzunehmen. Warum nicht? Weil unsere Daten, die wir erheben aus der Satellitenkommunikation, erst einmal daraufhin überprüft werden müssen, ob deutsche Staatsbürger betroffen sind. Die müssen nämlich sofort rausgenommen werden, weil es dann ja sozusagen die Datenerhebung über Deutsche wäre. Und erst wenn das sichergestellt wird, können die Daten an andere weitergegeben werden. Und das ist allein schon ein großer zeitlicher Verzug. Darüber ist im Übrigen seit Jahren im parlamentarischen Kontrollgremium auch gesprochen worden. Aber ich muss Ihnen auch eins sagen, wenn Sie dann in Afghanistan zu Besuch sind, ich habe ja oft unsere Truppen besucht, und Sie reden mal mit den Soldaten, welche Angst sie haben, wenn sie in ihren Panzerwagen dort aus dem Lager fahren und auf einen Sprengsatz kommen oder einem Selbstmordattentäter begegnen. Es ist schon wichtig, dass man versucht, die Informationen zu bekommen, die Menschenleben auch gefährden. Wo wir gerade das Stichwort Drohne hatten, das war eine andere Affäre, die das Parlament in dieser Sommerpause beschäftigt hat. Haben Sie denn in Ihrem Urlaub vielleicht auch schon mal eine Liste gemacht, wie denn ein mögliches drittes Kabinett aussehen könnte, und stand hinter dem Namen, hinter dem Ressort Verteidigung denn der Name de Maizière? Oder haben Sie da schon andere Pläne für ihn? Ich bin jetzt ganz beschäftigt damit, alles zu tun, damit wir in der Wahl möglichst gut abschneiden. Ich habe aber vielfach gesagt, dass ich die Arbeit von Thomas de Maizière sehr, sehr schätze. Es ging bei der Untersuchung hier nicht um eine Drohne, die bewaffnet ist, die also Tötung vornehmen kann, sondern um Aufklärungsdrohnen. Da will ich auch sagen, dass die Aufklärungsdrohnen von der Bundeswehr in Afghanistan zum Beispiel verwendet werden und sehr hilfreiche Dienste tun. Und hier ging es um ein militärisches Entwicklungsprojekt. Es war noch gar kein Beschaffungsprojekt, ein Entwicklungsprojekt. Und dieses Entwicklungsprojekt ist auf Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen worden, weil man Schwierigkeiten gesehen hat, die man für nicht mehr überwindbar hielt. Daraus hat sich eine Diskussion ergeben, das ist total legitim. Ich glaube, da sind die Fragen jetzt auch alle beantwortet. Der Verteidigungsausschuss hat die Eigenschaft, sich selber zum Untersuchungsausschuss machen zu können, weil es hier öfter auch Fragestellungen gibt, die sehr wichtig sind. Und insofern, glaube ich, haben wir da die Klärung herbeigeführt. Frau Bundeskanzlerin, mit Thomas de Maizière ist jetzt nach diesem Sommer jedenfalls einer der wichtigsten Politiker in Ihrem Kabinett, der auch immer schon als möglicher Nachfolger gehandelt wurde, angeschlagen. Er selber hat gesagt, er hat ein blaues Auge. Sie haben im Lauf der Legislatur